Moin Leute, Trimax hier. Ich komme gerade aus diesem Turnier, die letzte Qualifikation für die Champions, für Crown Championship, für Europa mit insgesamt 1 Million US-Dollar Preisgeld. Und dieses Turnier war absolut krass. Ich und Big Spin, mein Co-Moderator, wir waren sprachlos, die Zuschauer auch. Ich will nichts vorwegnehmen, schaut es euch einfach an. Viel Spaß. Los. Ja, es geht los. Wir schauen ganz schnell. Okay, kurze Ansage für YouTube. Moin Leute, Trimax hier. Die letzte Qualifikation, um Champion für EU zu werden in der Clash Royale Crown Championship beginnt. Es geht insgesamt um 1 Million US-Dollar Preisgeld und das ist jetzt die letzte Chance, sich hier zu qualifizieren. Ich bin gespannt, ob hier ein paar Nachthexen unterwegs sind. Wir gucken mal ins erste Game rein. Wir holen uns hier später auch noch. Oh, da sehen wir schon die erste Nachthexe. Ja, die Nachthexe kam ja gestern raus. Honza schreibt auch schon, heute sind krasse Spieler dabei. Es wurde jetzt von Runde zu Runde, wurden die Spieler irgendwie besser, weil die Chancen ja auch immer kleiner werden, weiterzukommen. Ich frag mal Bigspin, ob er Bock hat, Teamspeak zu kommen. Okay, dann holen wir uns nochmal den Big Spin dazu. Zu zweit macht das immer noch mehr Spaß, das Ganze zu kommentieren. Und das ist jetzt das allererste Mal, dass wir ein Nachthexendeck mit einem Packer sehen. Nachthexe Packer, da bin ich auch mal gespannt. Ich guck mal ganz kurz hier schnell ab in den Teamspeak mit Big Spin. Da haben wir ihn. User was moved to your channel. So, warte mal, so, hallo? Oh, moin. Na? Geht schon los, das Ganze. Hast du mitgespielt? Ich habe das tatsächlich mit dem Deck ausprobiert. Ja, und? Hat nicht gut funktioniert. Hat nicht gut funktioniert? Ich habe vorher 2 12er-Runs gemacht, war Ja. also relativ zuversichtlich, dass ich da auch vielleicht die eine oder andere Runde gewinnen würde. Ja. Aber ich hatte in diesen Runden kein einziges Mal gegen Zapbait gespielt und ich musste dann die schmerzhafte Erfahrung machen, dass das Deck sehr schwach gegen Zapbait ist. Und Ja. die Erfahrung habe ich leider erst im Turnier gemacht. Ah, okay. Aber du hast zweimal die 12 Siege geschafft mit dem Deck. Genau, und ich bin gerade auf 11-1, also das Deck ist auf jeden Fall solide. Nur halt nicht gegen Zapbait, was ich jetzt bisher herausgefunden habe, aber das Ja. habe ich bisher immer noch nicht in der Challenge gesehen. Ah, okay. Also. Das ist ja schon mal interessant zu wissen, wenn wir da ein bisschen über das Deck berichten. Okay, dann schauen wir uns mal das Turnier an. Hans hat schon geschrieben, diesmal sind die Leute dabei, die sind ziemlich gut. Ja, stimmt, ich habe auch schon. Azylis ist ja wieder dabei, der war ja bisher, glaube ich, als wir gecastet haben, immer dabei. Ja. Und Nubi Boy an sich auch ein ziemlich guter Spieler. Ja, das ist auch ein Deutscher, ne? Ja, genau. Auch Okay. einer der regelmäßig Accounts in die Top Ja, 10 das der stimmt, pusht. das stimmt. Das hatte ich auch schon mehrmals mitbekommen. Ist überhaupt irgendein deutscher Spieler schon Champion? Meinst du Grand Champion? Also, ich meine hier Champion für EU bei der Ach Crown so, okay. Championship. Ich glaube nicht, ne? Bisher noch, das wäre ja ein bisschen schade, wenn wir hier bei der Weltmeisterschaft keinen dabei hätten. Dann wollen wir den Nubi Boy mal die Daumen drücken. Ist sonst noch jemand dabei? Ja, ich kann mal gucken. Ich weiß nicht, ob dieser Schnaps, der direkt gegen Nubi ist, vielleicht deutsch ist. Ah, Ansonsten habe okay. ich da jetzt Alter, ich habe hier gerade ein nichts. Game zugeguckt, das war ziemlich sick. Oh, Scott, ja, ich hatte auch zugeguckt, das war Hast du auch hier bei Yord Dick mitgeguckt? ja. Das war krasse Sache. Hatte ja, für Leute, die es nicht mitbekommen haben, der hat in der ersten Runde gegen Surgical Goblin gespielt und gewonnen. Er musste dann aber los und hat dann gesagt, er kann nicht mehr weiterspielen, er ist freiwillig draußen. Dann kam Surgical Goblin weiter, das war irgendwie noch vor dem Viertelfinale. Und ab da hat Surgical Goblin alles gewonnen und dann ist er jetzt noch Champion für EU geworden, nur weil Pepe gesagt hat, er muss weg. Das war auch so ein kleiner Skandal. Da waren einige Leute sauer auf Surgical Goblin. Jetzt ist er hier und er meinte auch, er hat nur mitgespielt, um zu beweisen, dass Surgical Goblin nicht unbesiegbar ist. Das war sein Ziel, hat er noch dazu geschrieben. Hat er auf jeden Fall geschafft. Es muss ein guter Spieler sein. Das, was ich letztes Mal gesehen habe von ihm, das war ein Sepp Bait und das hat er richtig gut gespielt. Ja. Mal gucken, was er Und dann glaube ich jetzt. noch 3 Musketiere, oder? Oder was war das andere? Weiß ich gar nicht, was er noch gezockt hatte. Aber jetzt zockt er. Was ist denn das gerade? Das ist jetzt, wollte ich Meiner gerade sagen, das ist ein Schweinereiter. echt interessantes Deck von Pöppe. Ich habe keine Ahnung, was er da spielt. Jedenfalls, der Feuerball war sehr fragwürdig. Ja, Also wollte ich auch die. gerade wollt ich gerade fragen, ob sich sowas lohnt. Ich denke eher nicht. Aber gut, wir sehen wieder die Nachthexe. Ich habe absolut Bock, da mal ein bisschen Gameplay zu sehen. Ich habe die Nachthexe gerade schon selber gespielt. Ich habe es ja, ich sag mal, nur auf Level 2. Gegen Royal Giants Level 13, da merkt man das schon. Da wäre eine Nachthexe Level 5 geiler.
Aber es ist auf jeden Fall eine absolut starke Karte. Das auf jeden Fall. Und wir haben jetzt ja schon so, auch vorhin beim Turnier, da warst du ja auch dabei, 2 bis 3 geile Decks mit der Nachthexe gesehen. Mal schauen, ob wir hier wieder ein weiteres sehen. Das ist jetzt hier aber interessant bei dem Golem-Deck. Da ist der Holzfäller drin und die Nachthexe, also zweimal Single-Target-Damage. Richtig. Also ich finde das Deck ehrlich gesagt, da fehlt mir persönlich jetzt ein bisschen der Babydrache oder das Mega-Minion Ja, so in der das Luft. Und auch die Wahl Feuerball und Holz. Ich weiß nicht, ob ich das so spielen würde. Ich bin Ja. kein Golem-Spieler, ich kenne mich da jetzt nicht ultimativ mit aus, aber Nee, für mich steht das ein bisschen. es ist ja immer irgendwas mit Flächenschaden dabei. Ja, Single-Target-Damage. Ich sag mal, Holzfäller, Nachthexe und Mini-Packer fallen in dieselbe Kategorie. Genau. Ich bin jetzt nicht überzeugt, beide Karten mitzunehmen. Da wäre auch ein Baby Dragon tausendmal besser gegen die Minion-Horde oder sonst was. Aber mal gucken, vielleicht ist das auch gerade so eine sneaky Taktik, womit er dann hier was erreichen möchte. Bisher läuft es nicht Möglich, so aber. gut, aber das Deck wird ja auch erst richtig krass in der doppelten Elixierphase. Er hat auch nichts dabei, um Oh, den. jetzt hat er den Holzfäller davor gebracht. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, Holzfäller aufzugeben. Ja. Golem ist geraged. Er wollte jetzt die Fledermäuse das da ein Ja. bisschen tanken lassen, aber das Ja, funktioniert. ist gar nicht schlecht gewesen. Ja, Das stimmt. hat Ja, total funktioniert. das Nachthexe war geraged gut. am Turm. 1 zu 0. Das war gut, ja. Krass, einfach mal. Man sieht ja sonst immer nur Zaps oder ein Lightning, aber jetzt hat man hier einfach mal einen Warum? Feuerball gesehen und einen Holzfäller losgeschickt. Das Frage scheint mich gerade, warum Pepe das jetzt so macht. funktioniert zu haben. Also Pepe hat jetzt einen Turm, sein Haupt. Okay. Ach, ärgerlich, oder? Oh! Das Das gibt es nicht. Der war sich zu sicher, den das einen Turm zu bekommen, ne? war sowas von knapp. Ja, also er Der hat war sich mit zu sicher. Der wollte Schweinereiter. hier, wenn. Er hat sich schon in der Verlängerung gesehen und dachte sich, okay, dann macht er schon mit dem Schweinereiter Schaden am linken Turm. Dann kann er sich das gleich das 2 zu 1 holen, hat gewonnen. Das war zu greedy. Da verliert er noch. Eieiei. Mal Nubi zu gucken oder Ja, ob es Nubi hier spielt nicht. auch. Oh, seit 5 Sekunden erst, ne? Ja. Okay, Nubi Boy, ein deutscher Spieler, einer der deutschen Favoriten hier dabei und er hat verloren. Nubi hat den Turm gesappt. Ah, okay, wahrscheinlich ist das nicht das richtige Match, sondern da hat einer angenommen, der. Ja, genau das. Da hat ein Falscher angenommen. Ja. So Ich viel hatte zum mich auch Thema schon gewundert. Favorit. Dann können wir ja. Da können wir Azylis und Slayer zucken eigentlich. Können wir direkt gucken. Nubi Boy hat hier einfach angenommen. Wir gucken jetzt nicht das nächste Spiel von Pepe zu. Wir schauen, warten jetzt auf Nubi Boy, ne? Okay, können wir auch machen, ja. Ich hatte jetzt gerade Azylis gegen Slayer, weil da ist ein Golem-Mirror-Matchup, ein Friedhof-Mirror-Matchup, meine ich, mit Spearshared. Echt? Bei Ja. wem? Bei Azylis gegen Slayer. Also, es Dann tun wir scheint da mir zu das Ende müssen. nochmal schnell rein, das interessiert mich. So, Slayer, Azylis hat gerade einen Turm geholt und Slayer hat wahrscheinlich eine relativ schlechte Starterhand gehabt. Ja. Ich gehe aber stark davon aus, dass Slayer da auch noch einen Friedhof drin hat. Wieder die Hexe dabei. Das ist jetzt ja. Ach nee, gut, er hat die Hexe und den Elektromagier, ja. Genau, er scheint den Borlock gesubbt zu haben. Für die Hexe, Krank, wie das ich. geht das? Wie findest du die Anpassung? Ja, ich finde es ja jetzt ganz interessant. Ich sehe sie zum ersten Mal und wenn das funktioniert, dann kann ich mir durchaus vorstellen, das selbst mal zu probieren. Einfach nur Bowler und Nachthexe ausgetauscht. Ja. Manchmal, es ist ja meistens so, dass man Karten austauscht, die sich recht ähnlich sind, ja? Ein Richtig. Tank mit Flächenschaden und Knockback ist ja was ganz anderes als eine Nachthexe. Die sind ja nicht irgendwie zu vergleichen. Man hatte sonst immer gemacht, mit in den anderen Nachthexen-Decks, dass da der Elektromagier ausgetauscht wurde. Beide haben Single-Target-Damage, beide können so ein bisschen Luft angreifen, also sind sie sich vielleicht ein bisschen ähnlich, die Karten. Aber der Bowler, das ist ja was ganz anderes. Oh, das war jetzt krass. Ja gut, wobei man sagen muss, dass durch die ganzen Änderungen, also der Bowler ist ja an sich keine richtig gute Karte gegen die Nachthexe. Vielleicht ist das auch einfach der Grund, dass der Elektromagier immer noch so ein bisschen besser ist als der Ja, Bowler aktuell. stimmt. Diese relativ neuen Nachthexenmeter, aber ich meine, es scheint ja offenbar zu funktionieren. Also der Gegner Apropos spielt zwar auch Nacht. keinen, Ja, der erzähl Gegner weiter. spielt zwar auch keinen Bowler, sondern hat den Henker gesubbt, was ich grundsätzlich für sinnvoll halte. Ja. Aber Azylis scheint da auf jeden Fall Sinnvoll, eindeutig weil das der gewonnen zu momentan haben. beste Konter ist gegen die Nachthexe, ne? Würde? Sinnvoll, den Henker mitzunehmen, weil das momentan der beste Konter ist gegen die Nachthexe, ne? Genau, ja, das ist der Grund. Also der Henker, der macht eine Nachthexe, wenn sie nicht direkt an ihm dran ist, relativ gut platt. Gegen Schnaps. Wieso Tatsache. wurde das Spiel wieder nicht angezeigt? Ja, keine Ahnung, mir wurde es auch nicht angezeigt. Ich konnte nur Das ist oben immer ein gucken. bisschen. Gefällt mir nicht, dass Spiele nicht angezeigt werden. Okay. Nubi Boy liegt vorn. 3 Musketier-Rambok-Deck. Ja. Also da ist es definitiv schwer für Schnaps jetzt nochmal zurückzukommen.
Da ist jetzt hier auch die Frage, warum spielt Schnaps nicht die Nachthexe, wenn die Karte doch so gut ist? Glaubst du, es kann sein, dass hier einige Pros, die hier mitmachen, die Nachthexe einfach zeitlich noch nicht geschafft hatten oder Pech in der Challenge hatten, dass sie deswegen die Karte noch nicht freigeschaltet haben? Also ich gehe nicht davon aus, ich halte das Deck, wie Schnaps es spielt, auch für sehr stark immer noch, trotz dass, obwohl die Nachthexe nicht drin ist. Ja. Das heißt ja nicht, dass Ja, nur die Nachthexe das stark stimmt. ist, Ja, in das jedes stimmt, Deck ja. passt. Also ich hatte auch das Deck, damit hatte ich gestern und heute auch noch ein paar Zwölfer ge gemacht, also mit dem ganz normalen Deck halt mit Henker statt Brawler, wie es Schnaps gerade gespielt hat. Ja. Aber mittlerweile denke ich auch, dass die Nachthexe oder generell Decks mit Nachthexe einfach generell stärker sind. Gegen Schnaps, Nobiboy, einer der Favoriten im einer der Favoriten für Deutschland. Mal schauen, wie das jetzt hier läuft. Und ich bin immer so gespannt, wenn das Game hier losgeht und der Countdown so runterläuft und das Elixier so langsam vollläuft. Welche Was für Decks Decks? spielen die? Das ist immer so die allererste Frage. Ja, also von Nubi weiß ich, der wird, oder habe ich zumindest gesehen, dass er eben ja dieses Grape Riese Deck mit der Nachthexe spielt, was du auch schon gesehen hattest und Ja. angesprochen hattest. Da hat er vorher bei uns im Chat gefragt, wie das Deck noch war, witzigerweise. Ja. Also er Er hatte scheint das das Deck. Deck ja eben auch schon gespielt gegen Schnaps und hatte da verloren. Mal gucken, was jetzt Stimmt. kommt. Okay, Henker das ist ist. dabei, kontert jetzt. Oh. Das tut natürlich extrem weh. Also da hat Nubi ziemlich viel Schaden gefangen. Ja, aber interessant, wie die Fledermäuse einfach den Henker wegkillen. Das stimmt. Das sind die. Ja. Okay, also bisher scheint es vom Schaden her, es liegt Nubi hinten, aber er hat natürlich jetzt den Er hat Elixier-Vorteil. drei Elixier mehr. Und der Henker kriegt auch nichts mehr hin, weil die Fledermäuse ihn gekillt haben. Hat er nochmal Glück gehabt, Genau. dass die Fledermäuse da so gut abgeräumt haben? Das war nicht schlecht, ja. Okay. Jetzt war es interessant. Das, die Minions sind zu früh. Ja, das dachte ich mir aber auch gerade. Oder? Doch nicht. Nee, die Echt? waren Das genau sieht immer richtig. so Die waren aus. genau Okay, perfekt. das hat er mit Absicht so getimt. Das war perfekt. Der Oh, wird der. aber den Nee, nee, Tower nee, nicht nee, nee, gewinnen. nee. Das war ein gewasteter Tornado. Das war ein kleiner Overextend. Der hätte er sich auch sparen können. Und Ja. indem er sich den aufgespart hätte, hätte er jetzt definitiv einen heftigen Vorteil gehabt. Da hat er, glaube ich, ein bisschen eine Option, das Game jetzt zu gewinnen, hat er Ja. da liegen lassen. Das Krasse ist ja auch bei solchen Games, bei den Experten, da macht man einen Fehler und wird dafür bestraft. Da kann man danach so gut spielen, wie man will, da kommt man nicht mehr ins Spiel rein. Also das ist jetzt hier vielleicht noch nicht so extrem, wie es in anderen Turnieren ist, wo dann wirklich die Leute Stimmt. spielen, wo Ja. man schon weiß, die sind richtig, richtig gut. Ja. Aber hier ist es natürlich auch so, wenn drei Elixier machen viel aus, drei Elixier können einen Push deffen oder nicht deffen bedeuten. Das sind, ja, im Endeffekt sieht es wie eine Kleinigkeit aus, aber Ja. das macht eben, kann eben ein Game entscheiden. Das stimmt. Oh, der Henker überlebt dort jetzt. Ja, Und stimmt. er wird jetzt die Minions und die Nachthexe Die abräumen. hat er. Das sah mir aber ganz komisch aus, wie er die da noch bekommen hat. Also, meiner Ansicht nach waren die Minions davor, aber. Baby Dragon ist flächenschadenmäßig dabei. Ja, Die stimmt. Elektromagier hat auf die andere Seite gepackt. Der nächste Henker ist da und die Skelette auch. Die Skelette beschäftigen Nubi, also den Riesen natürlich. Das ist ein Ja, bisschen das Problem, absolut. dass Nubi da kein Holz hat, sondern Sepp. Also, ein Holz würde sich wahrscheinlich lohnen, wenn man dann Holz auf die Skelette werfen würde. Dann würde auch noch Tower Damage bekommen, aber bei einem Sepp. Sepp nur für Skelette lohnt sich einfach nicht. Oh, die Minions waren instant down. Und dann sind auch die Skelette down. Und dann fällt der linke Turm und rechts kommt auch nicht mehr durch. Da ist der Henker dann am Start. Okay, da waren zwei, drei kleine Fehler dabei. Schade, dass er jetzt schon draußen ist. Das hätte ich gerne noch gegen andere Spieler gesehen. Na, Der Henker stimmt. hatte immer ja von Schnaps unglaublich viel Value. Der hat ja jedes Mal die Nachthexe bekommen, die Minions, Elektromagier, Skelette. Das war schon übel, ne? Ja, also ich würde mal jetzt behaupten, dass der Schnaps ein in gewisser Weise ein Konterdeck gegenüber Nubi Boys Ja, Backup ja. für den Riesen hatte. Der Ja. hatte einerseits einen Lightning, den er La direkt Lightning, im. Tornado und Henker, ja. Genau, also der Lightning hat sich direkt im ersten Zug ausgezahlt, als er das Gap einfach mit dem Lightning weggeräumt hat und da noch den Tower getroffen hat. Dann schauen wir da nochmal so lange zu. Auch ein Deutscher, hat er zumindest gesagt. Mal gucken, wie es bei ihm aussieht. Ach so, die sind schon im Achtelfinale. Die spielen gerade schon Achtelfinale aus. Oh wow, okay. Das ist nicht schlecht. Eben war das ja nur 16. Finale. Mal schauen. Was wird gespielt? Der Schweinereiter kriegt aber ganz schön was ab. Aber auch da ist wieder der Henker dabei. Warum spielt man Nachthexe, Goblin Gang und Minion Horde in einem Deck, wenn man weiß, dass der Henker überall da so mega krass gegen ist?
Ich kann es dir ehrlich gesagt auch nicht sagen. Ich habe das Deck in der Form noch nicht so gesehen. Ich habe das mit drei Musketieren gesehen. Allerdings war dann der Holzfäller statt der Nachthexe noch drin. Sofern seine letzte Karte drei Musketiere sind. Ja. Hatte da wahrscheinlich dann einfach die Nachthexe für den Holzfäller reingesappt. Allerdings Ja. halte ich das für nicht unbedingt die beste Idee, weil der Holzfäller da meiner Ansicht nach eine ganz andere Aufgabe hat und viel besser in das Deck reinpasst mit der Aufgabe, die er hat. Ja. Okay, jetzt haben wir hier einen interessanten Split-Push auf beiden Ja, Seiten. da wird er wahrscheinlich ein Holz oder ein Tornado, genau. Allerdings ist er jetzt auf der anderen Seite ordentlich was am Ja. hat. Ja, der Golem ist am Turm. Das stimmt, ja. Und der explodiert auch noch. Die Hexe ist dabei. Jetzt, Der ist down. da wird jetzt Kommt wahrscheinlich jetzt eine der Schweinereiter Musketiere durch. werden da wahrscheinlich kommen. Genau, Da sind die drei Musketiere. Und warum auch ich immer finde er die drei die. Musketiere jetzt hier deutlich stärker, wenn man stand vom 1 zu 1, ne? Ja, auf jeden Fall. Sie sind stärker beim 1 zu 1, genau. Aber. Kranker Knockback vom Henker. Dadurch überlebt er Ja. gefühlt. Ich hätte das jetzt auch nicht so gespielt, wie er, ehrlich gesagt. Also wie der Oh, schöner Golem. Heisenberg. Das war jetzt wiederum gut, der Golem. Der war nice. Der war in Ja gut, letzter Sekunde. jetzt hat er wahrscheinlich. Holz und Skelette. Wenn jetzt Hat er noch kein einen guter Tornado Tornado? kommt. Oh Ja. ja, gut, der Tornado war natürlich jetzt fatal. Ja, Rambok kommt da jetzt aber durch. Und dann ist es, Ja, glaube so ist ich. es. Das ist good game. Also ich Ja. gehe davon aus, dass Da braucht man jetzt nur der noch einen Arena nicht Heul. zurückkommt. Ja. Vielleicht passiert da noch ein Wunder. Okay, wir können mal Er gucken. hat nur ein Holz. Gut, das war schon mal Guter kein Lightning schlechter auf jeden Lightning. Fall. Da hat er jetzt ordentlich was gut gemacht, wobei der Mark Heisenberg bis eben noch im Elixiervorteil war. Ja, aber wie will er denn den Schweinereiter daran kriegen und da Richtig, 2200 Schaden machen? das ist das Problem. Vor Ja. allem kann der Mark Heisenberg einfach mit einer Minion-Horde reagieren, wenn der Schweinereiter jetzt kommt. Genau, und der Gerin hat da nichts gegen im Prinzip, außer ein Tornado, und der hilft nicht ganz. Zumal er ihn natürlich, wie man sieht, in der Defensive braucht. Erstes Holz am Turm, wir brauchen nur noch zwei Hölzer. Das war ein guter Lock. Allerdings wird's Reicht nicht, schwierig. reicht nicht. Rambo kommt dran, oder? Oder? Ja, Ja, Rambo ist durch. vorbei. Knappes Ding. Die Skelette haben die Mini-Golems gefokust und nicht das Rambo, und dann ist er durch. Okay. Damit verliert Beren das erste Spiel im Qualifizier. Nächstes Game: Beren ist wieder am Start. Da gucken wir zu. Bin gespannt, welche Decks sie spielen. Man kann ja im Profil der Spieler erkennen, ob sie die Nachttexte schon freigeschaltet haben oder nicht, oder? Habe ich Gibt ja so eine jetzt Kategorie gewonnene Karten. habe ich nicht drauf geachtet. Manchmal, also in der Vergangenheit war es öfter so, dass Supercell bei solchen Challenges die Kartenanzahl zuerst nicht geupdatet hat, sondern erstmal die Karte wirklich draußen war. Ja. Muss gleich mal Ah, gucken. okay, das können wir ja gleich sonst mal schauen. Oh, der Lightning ist aber jetzt ganz viel Value. Warum Der spielt er das Lightning war so? wirklich böse. Aber oh. Oh, war das ein versteckter Rambok? Ja, der hatte den. Eigentlich konnte man es sehen. Also ich gehe davon aus, dass er Beren das gesehen hat. Ja. Aber er musste irgendwie mit dem mit der Minion-Horde umgehen, und da er den Baby dran gerade gesetzt hat, kamen die Pfeile nur in Frage. Ah, okay. Gut, Allerdings. nichtsdestotrotz hat er zwei Elixierpumpen. Dieser Lightning am Anfang, der macht schon Unterschied. Ne? Selbst wenn er jetzt hier Schaden kassiert, wenn eine Elixierpumpe down geht, der Turm Schaden kriegt und die Nachthexe tot ist, Jeden das Fall, ist also nicht verkehrt. das war Value ohne Ende mit dem Ja. Lightning. Golem gegen Okay, Golem. das finde ich jetzt wiederum interessant, dass er jetzt hier scheinbar davon ausgeht, dass er den Darien 3 crownen kann. Ja. Das ist jetzt ja hier mega spannend. Er muss natürlich bedenken, dass die Minion-Horde, welche ein Hauptdamage, die da von ihm ist, Ja. einfach mit den Pfeilen weggeholt werden kann. Und da war jetzt Wie auch ein fandst guter du den Lightning. Lightning? Ja, oh, okay. Ja, jetzt muss Ja, ich wahrscheinlich die jetzt Frage nicht stellt mehr sich heraus, dass der Lightning beantworten. nicht gut war. Also das sollte Eieiei. soweit gelaufen sein. Baby Jane kommt da auch nicht mehr durch. Drei Musketiere am Das ist vorbei. Turm. So, ich Ich hätte jetzt müsste mit den ehrlich. Minions ein bisschen gewartet, ne? Mit den Minions oder mit der Minion-Horde? Mit den Minions, mit den drei Minions, die er da eingesetzt Ja, hat. da hätte er warten müssen eigentlich. Aber andererseits hätte er da mehr Turmschaden kassiert. Das ist immer so eine Gratwanderung. Ja, das ist Manche ganz, ganz schwierig. Aber sind dann vielleicht da ein noch so eine bisschen in Sekunde oder Panik. so. Genau. Ja, Sind wobei, da ein wenn das dann bisschen. vier Musketier-Hits wären, hätte er dann auch schon wieder verloren. Also, ist interessant. Ja, Jetzt, er ist jetzt hier mega im Nachteil. Und die auf drei jeden Fall. Musketiere sind in der doppelten Elixierphase sehr, sehr stark. Er lässt jetzt erstaunlich viel Schaden von dem Baby daran zu. Ich hätte das nicht unbedingt in Kauf genommen an seiner Stelle. Allerdings kann er natürlich jetzt hier einfach den Golem so setzen, ganz offensiv setzen,
Wobei der Ja, Golem aber jetzt Golem ein explodiert. Hit. Ah, Golem Oh, der explodiert am Turm. Explosionsschaden kommt. Okay, Das war aber knapp. Die Nachthexe macht echt viel Damage. das ist natürlich gut. Er hat ein. Ach nee, er hat ja gar kein Lightning. Ich dachte jetzt beide haben Lightning. Hat er gar nicht. Oh. Ja, mal richtig Das könnte dann interessant. nochmal eng werden für den. Das ist gewonnen, oder? Muss jetzt nur noch die drei Musketiere Oh aufhalten. Er ja. kommt ein Lightning und er gewinnt das noch. GG. Da hat Krass. Eisenberg Overextend. Absolut, da war er sich dann zu sicher. Damit steht es jetzt hier im Achtelfinale 1 zu 1. Das dann auf Supercell zu blamen ist ein bisschen Das hat ja auch überhaupt nicht so richtig was mit Supercell zu tun, aber gut. King of frechlich. Clash, nächstes Game. Wir gucken es uns an. Wie steht es denn bei King of Clash? 0 zu 0, Achtelfinale. Okay. Aber wir dürfen auch das Game von Beri nicht verpassen. Das ist auch mal interessant. Aber mal gucken, was hier gespielt wird. Beide starten mit der Elixierpumpe. Interessant. Jetzt haben wir schon beide einen Zauber. Mal gucken. Lightning und Okay. andere hat einen Poison Spell. Ne, auch ein Lightning, okay. Das ist ein witziger Start. Spielen wir vielleicht das gleiche Deck? Gute Frage. Wär witzig. Gleiches Gut Deck, möglich. gleiche Starterhand. Das wäre natürlich eine geile Sache, ne? Das wäre Ja, das da würde es dann, ultimative da könnte Mirror tatsächlich Match. dann keiner sagen, dass er irgendwie. Ja, da gibt es dann keine Ausreden. Oh, jetzt ist er. Golem und Golem. Er musste noch die Skelette durchcyclen, okay. Oder hat es. Vielleicht hat er den Golem auch auf der Hand, aber hat sich entschieden, die Skelette einzusetzen, damit er nicht direkt einen Golem bringen wollte. Kann auch sein, ne? Weiß nicht, also ich denke, er hat die Skelette einfach zu dem Zeitpunkt gesetzt, als er voll war. Und King of Clash hat direkt mit dem Golem gestartet. Als er dann den Golem gesehen hat, hat Oxide sich Genau. gedacht. Meinte ich auch, ja. So, Alter, die Hexen, wie die da reinhauen, ne? Das ist irre. So, daran sieht man, wie stark Das gibt's diese doch nicht. Nachthexe Was ist denn eigentlich das? Das ist ja wie ein Inferno-Turm mit einem Zepter. Die kann einfach so einen Golem wegbursten. ist. Für Ja, vier und. Elixier, das ist doch unglaublich. Diese Fledermäuse. Das sieht hier echt nach einem Mirror-Match aus, ne? Wobei der Voxelay, dadurch, dass er den Golem ein bisschen später gesetzt hat, ist es, glaube ich, entstanden. Ja. Forst er da noch was raus? Aber guck mal, das sah jetzt so aus, als wenn der Foxili jetzt hier besser gewesen wäre, weil er was von überlebt hat. Aber guck mal, Stimmt, aber den Turmschaden an. er hat weder einen Elixiervorsprung noch hat er mehr Turmschaden gemacht. Also es sieht. Jetzt, Oh, okay, der Golem an oh. der Brücke ist natürlich jetzt extrem mies, vor allem weil Vor allem, weil Voxelay da der genau in dem defensive gleichen Golem ist, da hätte Moment. ich jetzt den Push abgebrochen, ehrlich gesagt. Welchen Push Aber die hättest du abgebrochen? Fledermäuse schaffen es an den Turm. Nee, also von King of Clash war das genau richtig, dass er da reingegangen ist. Echt? Ja, besonders weil der Gegner ja gerade den Golem hinten gesetzt hat, Ja. hätte er den Push nicht abbrechen können, da hätte er einfach 8 Elixier verloren. Na, der Golem Und hätte ja auch so ein bisschen Schaden am Turm gemacht. ja, aber er hätte 8 Elixier verloren und die Truppen, die King of Clash als Backup eingesetzt hätte, hätten ja auch das Stimmt, Backup von stimmt, stimmt, Voxelay stimmt, stimmt, angegriffen. stimmt. Das vergisst man immer. Der Golem macht ja keinen Schaden an den Truppen. Der stirbt dann Genau. einfach und dann hat er Mega-Push. Da kann sich ja super viel Elixier zusammen generieren, hast recht. Oh wow, das ist jetzt echt interessant hier, was hier gerade passiert. Das ist echt ein geiles Game. Ist das Also, exakt das gleiche Deck von beiden? ja, scheint so. Außer dass natürlich der, Mega also Minion außer und dass King Baby of Dragon sind Clash nicht das dran. Holz gespielt hat. Hexe kommt dazu. Selbst wenn man die Hexe einfach so einsetzen, die stirbt weg, ist egal. Da sind trotzdem immer sechs Fledermäuse mindestens dabei. Richtig, Und diese das reicht, der Turm Fledermäuse. fällt. Jetzt muss er hier noch aufpassen, dass er kein Threes. Nee. Das ist durch. Das ist durch. Gespielt. Geiles Game. Auf jeden Fall. Das war ein Ab. Also so ein Mirror Match hatten wir hier noch gar nicht. Also wenn jetzt hier irgendwie Voxelay meint, er hätte das zu Unrecht verloren, also da hat er keine Chance. Er kann's. Das war wirklich ein absolutes Mirror-Match. Es hat relativ gleich gestartet. Die Leute hatten keinen nennenswerten Nachteil. Beide die Elixierpumpe auf der Hand, beide der Lightning. Ja. Also. King of Flash schreibt schon, ich hoffe, Trimax hat zugeschaut. Ja, habe ich. Schönes, schönes Game. Genau das gleiche Deck, genau die gleiche Starterhand. Und dann einmal der offensive Golem und einmal der defensive Golem hat es dann entschieden. Krass. Aber es ist natürlich sehr, sehr, sehr risky, da reinzugehen, ne? Machen wir mal rein. Ah, Skelette nicht verkehrt, kriegt nur zwei Hits raus, Elixierpumpe steht. Also der Start für King of Clash scheint hier relativ solide zu sein. Er hat wenig Schaden gefangen. Ja. Und den Stimmt. Schweinereiter Ah, hat er okay, er spielt süß. jetzt dieses mega günstige Konterdeck gegen die. Also wenn King of Clash diesen Push verteidigen kann, dann ist es Dann hat er gut. gewonnen, ja. Darauf geht ja die Taktik. Also der Foxili, der pickt sich jetzt hier einen
Konterdeck, ja, ein sehr günstiges Cycle-Deck, damit man einen Golem zerstören kann und am Anfang aus dem Konzept bringen kann. Aber er kann hier trotzdem seine Elixierpumpe einsetzen, verteidigt das Ganze. Der Turm hat immer noch 1000 HP und da kommt jetzt ein. Das finde ich jetzt interessant. Ich finde das ein bisschen greedy, ehrlich gesagt. An seiner King of Flash-Stelle hätte ich einen Pumper auf die andere Seite gebracht, Ja. um noch ein bisschen mehr Elixier zu regenerieren und einfach sicher zu gehen, Ja. dass Aber alles so scheinbar funktioniert läuft. so auch das Ablenkungsmanöver. Ja, klar, also es hat tatsächlich funktioniert. Er hat den Turm, aber Ja. ich denke, dass er den Turm auf der rechten Seite sowieso bekommen hätte Aha. und sich noch einen Elixierpuffer bauen könnte, damit er beim Stand von 1 zu 1, wozu es wahrscheinlich kommen wird, weil Ja. der Schweinereiter wird Der Schweinereiter noch in kriegt den den. rechten Turm noch, ja. Was hat er für einen Genau. Zauber dabei? Wahrscheinlich auch ein Lightning, ne? Ja, einen Lightning und Tornado wird er noch Mhm. haben. Oder vielleicht ein Holz, ich bin mir nicht ganz sicher. Ach, guck mal, der hat hier nichts gegen die Skelette. Kein Sepp, kein Holz. Ja, bisher hat er es zumindest noch nicht. Ja, wahrscheinlich hat er dann einen Tornado, ja. Würde naheliegend sein. Baby Dragon tankt für zwei Skelette. Er setzt einen Henker da nochmal ein. Okay. Ja, Das ist okay, jetzt den rechten Turm natürlich. könnte er jetzt komplett easy fallen lassen. Mal gucken, wie viel Elixier er da schon eingesetzt hat. Genau, also Da würde ich jetzt das gar ist nichts im mehr machen, weil Prinzip. einen Three Crown kriegen die ja nicht hin, ne? Oh, wow, er setzt nochmal ein Lightning ein. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt Nee. nicht. Das wäre Ja. krasser, hätte er dort den. Da sagt er auch, ups, das wäre besser, wenn er dort. Hätte er den Turm behalten, okay, aber jetzt kann der Foxili einfach einen Tornado einsetzen mit einem Henker und dann wird's übel. Genau. Okay, das Oh! ist natürlich Sehr geile heftig. Sache. Und das ist. Das war sehr, sehr stark. Das ist Das auch der ist dir Grund, ja warum vorhin ich. auch immer wieder passiert. Der Henker ist die einzige Einheit, um das hier aufzuhalten. Es ist zwar teuer, Lightning und Holz, ja, das kostet 8 Elixier, aber wenn der Henker nicht da ist, dann kommt man da recht gut durch. Aber es ist ein günstiges Deck. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also der Boxy, der hat so schnell durchgecycelt zu dem nächsten Henker-Tornado-Kombi, dass es ihn eigentlich gar nicht so kratzt oder dass es ihm eigentlich gar nicht so wehtut, wenn der Henker einmal mit einer Holz-Lightning-Kombo ausgeschaltet wird. Ja. Wie fandest du jetzt, dass er es in King Tower gezogen hat? Ja, also wahrscheinlich wird er jetzt selber merken, dass es das nicht so eine gute Idee war. Spätestens jetzt, ja. Richtig. Da kommt nochmal ein Also natürlich hat der Tornado. King Tower mehr Leben, aber Ja, Lightning generell hätte man sich kommt. die drei Mega Minion Elixier auch. ist nicht dran, okay. Ja. Reicht Lightning Holz? Ja, Lightning Holz, oder? Müsste reichen, ja. Okay. Gut, ja, man weiß jetzt auch nicht, was passiert wäre. Hätte er es nicht in den King Tower gezogen. Baby Dragon absorbiert dort einen Eisgeist. Nee, okay, nicht. Aber auch das geht klar. Da sieht man die fünf Fledermäuse. So wird das Ganze auch aussehen, wenn die Karte dann offiziell rauskommt. Ja, brauchen wir noch einen. Lol, Oh, ersetzt das Holz? Wieso nicht? Was macht er denn? Wie viel Damage macht ein Holz? Da macht doch. das hat er nochmal unnötig knapp gemacht. An der Stelle von. Jetzt Warum hat musst er du das was Holz nicht auf bringen. den Turm geworfen? Hätte Alter. er den. Hätte er das verloren, dann hätte ich ihn reported. Also, das war. Ja. Der Das ist Schweinereiter schon. hätte doch niemals genug Schaden machen können. Das Holz hätte das doch gefinisht. Okay, aber er gewinnt. Aber auch richtig, also war er am Ende Da noch. waren teilweise sehr riskante, sehr offensive Züge dabei, aber gewonnen ist gewonnen. 2 zu 0. Wollen wir uns Alex gegen Zerg angucken? Quatsch. Ja, gucken wir uns an. Ich möchte jetzt aber auch kein deutsches Spiel verpassen. Also die beiden sind die einzigen, die bisher im Viertelfinale sind. Ach so, okay. Ach so, dann haben wir hier gar nichts uns anzuschauen. Okay. King Towers an. Ja, Dark Goblin andererseits. und Koboldfass und Prinzessin. Ah, das Hat ist alle. eine. Diese Zap-Bait-Kombination finde ich gar nicht so scheiße mit dem Dark Goblin. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, ich finde die Karte einfach cool. Also ich sehe es genauso, ich finde Dark Goblin auch eine ziemlich coole Karte. Irgendwas mag ich an dem. Ja, Aber bei mir genauso. Ich spiele ihn nicht, aber ich finde ihn cool. also hier hat er meiner Ansicht nach der Adex einen Vorteil mit seinem Zap-Bait-Deck, weil er mit Prinzessin und Dart Goblin ziemlich gute Antworten hat auf Friedhof Poison, weil der Ja, Poison den Dart Goblin und die Prinzessin stimmt. nicht immer erwischen kann. Vor allen Dingen auch noch Ritter dabei, auch noch. Oh, der ist Interessanter von da. Entfernungsturm, ich weiß nicht, warum man den so weit nach vorne bläst. Vielleicht in Damit der WW dann auch der noch. Henker, glaube ich, nicht die Prinzessin erwischt, oder? Das ist gut möglich, ja. Das ist gut möglich. Das ist der, ja, Die lebt eigentlich jetzt war es nämlich gut, noch und ja. das ist nicht verkehrt. Ich Das fand gerade hat. den Konter, die Prinzessin gegen die Nachthexe ganz gut. Ja. Ist. Oh, das ist natürlich jetzt sehr, sehr gut. Oh mein Gott. Krass. Das ist heftig. Zwei Prinzessinnen machen da guten Damage. Ah, da kommt ein Tornado. Guter Tornado, um das auszugleichen. Allerdings befürchte ich gerade, dass Die die. Prinzessin Oh, ist doch, down. stimmt. Ja. Okay.
Alex ist hier definitiv ein Vorteil, auch damage-mäßig. Er hatte vorhin mal einen Dart Goblin durchgesneakt, da Ja. wollte Verge den mit Skeletten treffen, hat allerdings da ein bisschen geschlampt und Skelett zu spät eingesetzt. Jetzt wieder der Babydrache zu spät, also das sind auch immer diese paar Das ist aber auch echt Dart-Goblins. schwierig. So ein Dart Goblin ist so schnell am Turm. Da sind die Truppen meistens schon da, aber dann greift er trotzdem Ja. schon an. Weißt du, was ich meine? Ja, stimmt schon, aber auf dem Niveau sollte es eigentlich, also Dark Goblin ist eine der leichteren Übungen noch, Ja, besonders wenn man okay. jetzt im Viertelfinale von der EU Championship ist, da sollte es eigentlich Ah, voll ja, offensiv okay. sein. Ja, okay. Und Dark Goblin, also ist meine Ansicht, ne? Das stimmt. Nee, hast ja recht. Wobei man auch nicht so oft gegen Dart Goblin spielt, ne? Ja, stimmt schon. Also es gab eine Phase, wo er mehr gespielt wurde. Da gab es auch mehr sehr Bait-Decks mit dem Dark Goblin drin. Und mittlerweile ist es ein bisschen zurückgegangen. Gibt es einen Dart Goblin überhaupt in irgendeinem anderen Deck? Nee, ne? Er wird öfter mal reingesackt, zum Beispiel im Friedhof, da wird er dann öfter mal, ja, ausgetauscht gegen verschiedenste Karten eigentlich, aber generell ist der in keinem Deck so eine Standardvoraussetzung. Es ist auch eher so eine Nischenkarte, muss man sagen. Das stimmt. Ja, da kann er hier nichts mit dem Friedhof machen. Ja, Ja, da kommen der hat gleich eine Arakiri Goblin-Gang, auch. eine Prinzessin, Dart Goblin, einen Ritter und dann kommt da noch die Rakete. Davon bin ich ja gar kein Fan, aber er gewinnt das Spiel, hat auf jeden Fall stark gespielt. Ja, auf jeden Fall. Ach, guck mal, da verliert sogar der YouTube. Eifert, wie stand's denn bei dem? Wie sieht's im. Natürlich, Viertelfinale das meine ist ich. hier jetzt auch schon das nächste Viertelfinale. Viertelfinale, ne? Ja, genau. Okay. Oh, es ist wieder ein Mirror-Match, so wie es aussieht. Alter, diese, die finde ich geil. Also. Manch einer kann sie langweilig finden. Ich finde das sehr unterhaltsam. Vor allem, wenn Ja. das so Beatdown-Decks sind. Wir wissen ja schon, dass der King of Clash das zumindest besser gemacht hat als der vorherige Gegner, weil da hat er ihn geschlagen. Sogar relativ eindeutig. Das war ja Holz das, nur wo er den Golem Holz in den nur gegen Golem gemacht Skelette hat. lohnt sich, ne? Ja, kann sich durchaus lohnen, aber es sind natürlich auch zwei Elixier, die dann irgendwo fehlen. Aber dadurch kam auch der Golem an den Turm. Mit den Skeletten hätte er es nicht geschafft, mit den Explosionsschaden. Das stimmt wiederum, ja. Lightning hat dort alles getroffen. Außer ein Mega-Minion, aber die anderen, die restlichen Truppen. Okay. Wie sieht's denn hier mit dem Elixier? Also, er hat mehr Schaden kassiert, aber er hat auch mehr Elixier irgendwie, ne? Ja, er hat Deutlich, geschmeidige fünf fünf mehr. Elixier mehr, das ist schon mal eine Menge. Was ist denn da so schiefgelaufen, frage ich jetzt mal. Ich weiß es gar nicht. Ja, das. Es war einfach. Ich glaube, der eine hat einen Lightning gesetzt und der Also. andere nicht, oder? Ja, genau, daran wird es im Endeffekt gelegen haben, ja. Ich glaube, das war's. Hier fragt jemand, ist Trimax schon raus? Ja, ich bin leider schon raus. Okay. Alter, wie die Nachthexe da Dann würde reinhaut. ich Ah, jetzt okay, wenn nochmal. Baby Dragon kommt und die Fledermäuse Ja, der Baby beseitigt. Nee, dann kommen Dragon war einfach nicht neue schlecht. Fledermäuse. Ich nehm alles wieder zurück. Das ist Eine mega Fledermaus unübersichtlich. überlebt da hinten am Mini-Golem, interessant. Der Auto-Attack der Fledermäuse finde ich, sieht gut aus. Die fliegen mal so leicht nach vorne. Da Oh, ist das ist jetzt wieder wieder der der Moment im King of offensive Clash. Golem. Ich weiß nicht, wie er es hinbekommt, es jedes Mal so zu timen, dass der Gegner in dem Moment ein defensives Play macht, aber es Das. klappt immer wieder. Ist Das es ein ist. Predict? Denkt er das? Ist das die Routine oder ist das wirklich Luck? Ich kann es dir nicht sagen. Also, ich will ihm jetzt hier nicht irgendwie unterstellen, dass. Das ist ein perfektes Timing, ja. Das ist perfekt, ja. Es ist zweimal jetzt so gewesen, dass er scheint zu wissen, wie viel Elixier der Gegner hat. Ich Ja, weiß es nicht genau. absolut krass. Nicht verkehrt. Jetzt probiert The Joker das Ganze den Spieß umzudrehen. Hat allerdings da jetzt nicht so viel. Jetzt müsste The Schöner Joker den defensiver Baby Lightning Dragon, da kann drehen. das Mega hier nochmal mega viele Hits rausbekommen. Das ist kein guter Lightning. Lightning, das war ein schlechter Lightning. Der war nicht. Holz ist Der war durch, zwar ja. für den ersten Moment, hat der Lightning Schaden an Kopf verursacht, was relativ gut ist. Allerdings hätte der Lightning einfach den Babydrache noch killen können. Dann hätte Ja. der Babydrache von The Joker vielleicht noch ein bisschen mehr Schaden am Turm gemacht. Also im Prinzip war der Knackpunkt des Games, dass King of Clash A am Anfang relativ viel Elixier gut gemacht hat in seinen Pushes. Und dass er da Pumpen stacken konnte. Und dann andererseits wieder dieser perfekte Predict, dass er den Golem an die Brücke gesetzt hat, im Moment, wo der Gegner einfach ein defensives Play macht. Sky Rewards räumt er hier jedes Game ab. Wir sind im nächsten Ja. Spiel. Ich bin gespannt. Ja, King of Clash meinte, er will zu Gast im Stream sein. Also wenn er jetzt hier wirklich, das dauert natürlich noch lange, er ist noch im Viertelfinale. Wenn er wirklich EU-Champion wird, dann lade ich ihn auf jeden Fall einfach mal ein, um ihn zu fragen,
wie das denn so ist, einfach mal gucken, wie weit da dann noch, falls das so ist, wie weit man dann noch in EU kommt. Da kann man ja 3 bis 15.000 US-Dollar gewinnen. Jetzt, hier zum Beispiel, also wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Ja, auf jeden Fall, ich war Da, fertig. okay. Da hat man dann gesehen, dass das vielleicht nicht unbedingt. Also da wollte er auch wieder irgendwas mit dem Megaminion anfangen. Er hat Ja. Megaminion in eine relativ komische Position gestellt. Das Megaminion hat ihm da wirklich, also keinen wirklichen Vorteil gebracht. Ja. Ist einfach nur in den Golem reingelaufen. Das sah jetzt nicht so gut aus. Also da hat sich der King of Flash ein bisschen in den Nachteil gebracht mit. Hat jetzt hier so ein, ja, Diese freiwilliges Exit-Prinzip. Hexen-Baby-Dragons-Duelle immer, ne? Jetzt Elixierpumpe steht. Spektakulär. Dass die hier echt immer das Mirror-Match machen, mit Absicht gefühlt, ne? Ja, irgendwie schon. Also so scheinen sich beide ziemlich sicher zu sein, dass sie die besseren Golem-Spieler sind. Schön, schön hartnäckig, schön stur, anstatt hier einfach ein Konterdeck zu picken. Die wollen das hier, wenn schon, denn schon. Ich Eiskalt ziehen die das hier durch. ja. Ich bin sehr gespannt. Oh, das Das ist war ein. natürlich jetzt ein exzellenter Vorteil für The Joker, Ja, dass er den ganz, Mega, ganz großer das Vorteil. Megaminion noch hat. Und Megaminion Hexe, wenn jetzt den Golem Also da da auch muss kaputt jetzt ein fressen. Offensiver. Like, okay, das Holz hätte ich jetzt an der Stelle nicht Nee, geworfen, das nee. war ein Fehler. Oh, aber Explosion war am Turm, ne? Glaube, die Hab's nicht Golem-Explosion genau war am erkannt. Turm und Ich dann hat war sich das mir Holz halt doch unsicher. gelohnt. Da Ich war war auf mir einmal wirklich 200 unsicher. Damage extra. Das war ja kein Hit. Das muss die Explosion gewesen sein. Aber da hat jetzt der King of Clash leider ein Problem. Ja, jetzt ist er da im Nachteil. Sehr im Nachteil. Ja, das wird. Wenn er jetzt noch noch ein Ja, Lightning bringt, da dann. ist er. Da ist er durch. War jetzt auch ein defensiver Lightning, 50 der. Sekunden geht's noch. Ich weiß jetzt nicht, warum The Joker da noch ein Lightning gebracht hat gerade. Jetzt fehlt ihm vielleicht ein bisschen Elixier. Mal gucken. Hexe auch sehr weit nach hinten. Ja, das ist nicht unbedingt der vorteilhafteste Play, das. Ja, das blaue Megamini killt das rote. Golem ist aber mit der Explosion am Turm. Ja, sofern der. Das könnte jetzt. Okay, das ist der Golem. Ich wollte gerade sagen, es könnte noch ein Comeback geben, wenn er jetzt noch ein Lightning draufhaut. Normalerweise müsste der Lightning wirklich jetzt kommen. Ja, okay. Genial, Hexe Jetzt. ist Nee, down, wird aber okay. nicht reichen, oder? Müsste Sein schnell Holz genug reicht nicht, durchcyceln. 10 Sekunden hat er noch, nee. Ja, nee, reicht nicht. Das sind auch zu viele Hexen. Wieder ein Golem-Mirror-Matchup. Diesmal kommt dieses offensive Golem-Timing in der richtigen Sekunde nicht. Aber es war eher das mehr, also das Megaminion am Anfang, was er da geplayed hat, gespielt hat, hätte Das waren er. ja insgesamt 3 Mega-Minions. Ja, das Mega-Minion von King of Clash hat immer. Oh, wir gucken direkt bei Beri rein. Das Mega-Minion von King of Clash hat immer Tanks angegriffen und dann hat der Gegner, Joker hieß er, glaube ich, immer sein Mega-Minion in das gegnerische Mega-Minion reingesetzt. So ist es. Ja. Und Das da kann man hat. dann nichts mehr machen. Das ist ein zu großer Vorteil. Vor allem, wenn man da nichts anderes hat, was so ein Mega-Minion wegkillen kann. Nicht alles per Schneeballtaktik so ein bisschen hochgespielt. Ja, absolut. Und am Ende stand Okay, dann King da Tower ist der. an. Okay, Schnaps könnte jetzt hier einige Decks spielen. Er könnte A selber ein Schweinereiter-Deck spielen, B aber auch ein Friedhof-Deck. Das ist beides möglich. Vielleicht überrascht er uns auch mit was ganz anderem. Okay, es ist ein. Oh, einige Zuschauer schreiben von dem Game von eben, die Starterhand war im Arsch. Stimmt, das haben nicht beide mit der Elixierpumpe begonnen. Oh, alle schreiben Sie das. haben Die zwar beide Starterhand mit. war schlecht. Ja, sie haben zwar mit der Elixierpumpe angefangen, allerdings Ja. hat der den Clash in dem Moment, wo der Gegner einen Golem hatte, offensichtlich keinen Golem auf der Hand. Weil sonst hätte er wahrscheinlich einen Golem hinten gespielt, anstatt einen Megaminion irgendwo hin. Ah, ja, okay. Und das war dann das, dieser schlechte Megaminion, der ihn dann rausgebracht hat, ne? Genau. Also genau, was ich eigentlich meinte, dass er das Megaminion tatsächlich, also meiner Ansicht nach ein bisschen weiter hinten in die Ecke geplaced hätte, Ja. dann hätte er vielleicht ein bisschen. Hätte er sein Megaminion vielleicht zum Überleben gebracht und dadurch den Golem effektiver gedefft. Aber an sich war er schon durch die Starter im Nachteil, wenn man jetzt davon ausgeht, dass er eigentlich, hätte er einen Golem auf der Hand gehabt, den Golem hinten auch gespielt hätte. Ja. Wir haben hier gerade nochmal wieder die Skelette gesehen. Wie nennt man diese Technik? Skelette gegen Elektromagier in der richtigen Reichweite? Hat das einen bestimmten Ich Namen? kann es nicht sagen, nee, also keine Ahnung, nennt sich vielleicht Elektromagier blocken. Advanced oder so. Also keine Ahnung, hat keinen richtigen Namen. Ja, da muss ich mir nochmal einen Namen für ausdenken. Das ist auf jeden Fall eine gute Technik. Die muss ich immer noch lernen. Die muss ich immer noch hinkriegen. Ich muss auch noch Elektromagier gegen Koboldfass Time hinbekommen. Okay, also wie gesagt, ich kann ja dabei beim helfen, ersteren sogar Absolut, noch ja, besser. da wollen wir ja auch noch Videos zusammen machen, auf jeden Fall. Aber mit den ganzen Turnieren und dann noch Clash of Clans dazu und alles Ja, Mögliche, da viel, viel gibt es immer so los, viel ja. zu tun. Oh, den Poison Spell? Kann man bringen? Kann man, Würde ich ja? jetzt. Ja, kann man auf jeden Fall. Also, der hat.
die Skelette getötet und dazu noch den Henker, dem Henker wesentlichen Schaden zugefügt. Und man muss sich ja vorstellen, der Henker hätte ansonsten kaum Schaden bekommen und Okay. er hätte den Henker im Umkehrschluss ja auch mit Truppen in seiner eigenen Hälfte nochmal deffen müssen. Von daher ist der Poison durchaus da gerechtfertigt gewesen. Ich finde Warum das jetzt jetzt hier ist. recht. Oh, das war ein schöner Ritter. Ja, perfekter Ritter, genau. Genau so spielt man gegen den Friedhof, für die ganzen Leute, die sich da immer beschweren. Das war genau Und richtig. Schönes Holz noch dazu. Das ist also krass. das ist interessant, weil Beren, wie auch immer, weiß genau, dass er mit dem Schweinereiter nicht durchkommen wird, weil der Ja. Gegner immer wieder Tornado hat. Jedes Mal, wenn Schnaps eine Offensive baut mit Henker und Ritter, haut Schnaps einen Lightning auf den Henker, beziehungsweise noch die Truppe, die da eventuell Ja. hintersteht. Das bringt ihm jedes Mal, Da hat er jetzt hat er es jetzt. nicht gemacht, Ja, da hat er jetzt aber da ganz schön hat viel Elixier ausgegeben. Da waren auch noch Skelette dabei. Der Ritter ging schnell down. Eisgolem Ja, ging schnell down. genau. Aber er cycelt durch, ist wieder am nächsten Ritter. Dann ist das ja gar kein. Das ist ja fies. Der hat einfach einen Ritter und einen Eisgolem und hat die immer wieder nacheinander ready. Das ist extrem. Oh, den Schweinereiter. Der kann wehtun. Das ist, jetzt kann er Lightning bringen. Ja. Nein, okay. Warum Nein. kein Lightning? Ich hätte mir da jetzt ehrlich gesagt ein Lightning gewünscht. Aber wieder gut verteidigt erstmal, wenn. Oh, jetzt ist ja die Frage, ob da die Skelette an den Turm kommen. Oder oh, spawnt genau ein Skelett dahinter. Ist natürlich auch zufällig, wo sie spawnt. Das geht noch durch. Oh, jetzt ist aber ganz knapp hier. Oh, jetzt kommt aber nochmal der Holz und Tornado, Schnee. er rettet dann Oh, da kommt das kein einziger Inventar. Schweinereiter hier durch. Das ist sehr, sehr frustrierend gegen den Tornado. Ne? Vor allem mit Also wenn er den Elektromagier. nächsten Friedhof nicht perfekt trifft, hat er das verloren. Er muss jetzt nur noch ein Friedhof kommen. Er wird nicht so schnell durchcyclen können zu dem einen Reiter wieder. Oh, schöner Lightning. Hätte Wenn jetzt vielleicht ein den. Holz kommt, ist auch der Henker down. Die Skelette Ja, sind oder der auch. wird trotzdem. Jetzt hat er den Tornado. Oh mein Es reicht nicht, Gott. es reicht nicht. Der Tornado war gerade erst in seiner Rotation wieder. Eieiei. Krass. Heftig. Ja, Heftiges Game von heftiges Game. beiden aber auch, ne? Auf jeden Fall. Also das war sehr gut auf sehr hohem Niveau gespielt. Beide hatten ihre eigenen Taktiken, wie sie die gegnerische Taktik umgehen. Man hat es sehr gut gesehen, besonders am Anfang. Und ja, am Ende hat Beren es tatsächlich geschafft, den Schnaps auszucyclen mit dem Tornado. Finde ich auch sehr beachtenswert. Ja, also das muss man jetzt mal wirklich anerkennen. Also die Züge von King of Clans waren natürlich auch richtig, richtig geil. Da den Golem richtig zu timen, da war ein bisschen Glück dabei. Aber bei von Beren, wenn man so ein Spiel hinlegt, dann ist das der absolute Beweis dafür, dass man das Spiel wirklich drauf hat. Vor allen Dingen Das war krass. mit so einer Geradlinigkeit auch einfach, mit so einer, ja, ich würde jetzt Consistency sagen, mir fällt der deutsche Begriff dafür nicht ein. Ja. Einfach, also es war sehr, sehr solide gespielt. Das ist krass. Vor allem bei so einem günstigen Deck, ich sag mal, bei einem Beatdown-Deck, da kannst du ein, zwei, drei geile Plays machen. Aber bei so einem günstigen Deck, da musst du konstant immer mal wieder, da hat man ja viel, viel mehr Angriffe. Überleg So mal, wie ist viel es. Schweinereiter oder Lightnings er da insgesamt durchgecycelt hat oder wie viele Ritter das waren und wie oft er den Friedhof verteidigt hat. Absolut heftig. Wieso kennen wir den nicht? Kennt man ihn überhaupt nicht aus der E-Sport-Szene, aus dem deutschen Raum? Also ich habe den Namen bisher noch nicht gehört. Er hat ja jetzt auch nicht irgendwie nennenswert viele gewonnene Karten oder Siege. Und sein Pokalrekord ist 5200 auch. Trophäen als Level 12er. Ja, das ist zwar gut, aber das ist jetzt nicht so, wo man sagt, meine Güte, ist der heftig. Genau, sticht Stimmt, einfach Karten nicht so ist heraus. auch nicht so viel. Ja, okay, vom Profil her sticht er jetzt nicht raus, aber das Game war krass. Also das kann man ganz Genau. klar sagen. Da ist Genau. es auch kein Luck oder sonst was, das war einfach heftig. Nächstes Game. Bin ich jetzt gehypt. Er scheint einen Deckwechsel vorgenommen zu haben schon mal. Finde ich auf jeden Fall gut. Egal, ob man gewinnt oder verliert, Deck wechseln finde ich immer gut irgendwie. Okay. Wenn man es natürlich noch kann. Oh, da hat er jetzt. Das ist ein Golem-Deck. Das ist ein Golem-Deck. Er war ein Elixier hat ihm gefehlt, um das Game schon vorzeitig in eine sehr gute Lage für sich zu bringen. Hätte er den Golem gegen den X-Bogen gebracht, dann wäre es im Prinzip schon fast Game Over Ja. gewesen. Aber da ist wahrscheinlich dann auch noch ein Inferno-Turm dabei, ne? Ja, klar ist dann auf jeden Fall ein Inferno-Turm dabei. Feuerball. Aber Oh, wenn das sieht man. man auch nicht oft. Feuerball und Holz. Was sagst du dazu? Kann man auf jeden Fall machen. Also hat er deshalb ja gerade beides auf die Gruppe gehauen? Okay. Also wird jetzt wahrscheinlich dann wieder Ja. den X-Bogen haben, ne? Jetzt Skelette, Eisgeist, Holz, Feuerball ist ja mega günstig. Er setzt den Golem jetzt nach hinten. Ja, jetzt nach den Skripten hat er den. Genau. Fehler. Er muss jetzt irgendwie sehen, dass er die Zeit überbrückt bekommt. Die Minions hätte ich nicht eingesetzt. Ja, Und er greift den Turm X-Connect. an. Fatal.
Ja, Also da das hätte er ist ein sich ganz wirklich klarer überlegen Fehler. Da müssen. muss man, da hat man, wenn der Golem den Inferno, den X-Bogen tankt, dann hat man gewonnen und das war so Also nicht das war wirklich gut. inkonsequent. Ich kann Golem-Spielen nur raten. Erstens, placed euren Golem nie so. Das weiß selbst ich, obwohl ich kein Beatdown spiele. Wenn ihr euren Golem so placed und der Gegner einen X-Bogen-Cycle-Deck spielt, wo ihr schon Ja. seht, der hat Skelette, Eisgeist etc., dann habt ihr verloren. Der Turm hier von Naps ist fast down und Ririn hat immer noch keinen nennenswerten Elixier-Vorsprung. Ja, stimmt. Was Ririn da, wie auch immer, hätte machen können, er hätte Oh, die warum greift den Minions anderen hier. Turm an? Das ist jetzt wiederum hier sehr, sehr greedy von Schnaps. Also, ich habe noch keinen X-Bogen-Spieler gesehen, der gegen den Golem einen 2-0 provoziert. Oder einen 2-1. Das habe ich auch noch nie gesehen. Aber es ist wieder der Golem ganz schön weit hinten und er kann einfach durchcyclen zum nächsten X-Bogen. Aber der X-Bogen wird nicht reichen. Wenn er jetzt eine Nachthexe hat. Ja, genau das hätte er auch beim ersten X-Bogen machen müssen. Ja. Jetzt, beim ersten X-Bogen, was ich noch sagen wollte, hat er die Minions gespielt zuerst. Mhm. Aber wäre er konsequent gewesen, hätte er die paar Shots vom X-Bogen zugelassen und dann einfach ein Lightning draufgehauen, um Schlimmeres Ja. zu verhindern. Jetzt wiederum hat der Behring einen ganz guten Push am Start, der aber wieder pulverisiert von Elektromagier. Ja, Da setzen nur noch Truppen ein. das Nee. ist verloren. Das ist ein Fehler, der aber wirklich offensichtlich war Vor allen Dingen dieses Mal. zweimal hat er den Fehler gemacht, ne? Ja, also hier hat Behring jetzt wirklich. Ich würde sagen, also ich fand das ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt, Ja, und nach dem ersten Game, da dachten wir uns, krass, der kann das hier easy schaukeln. Aber wahrscheinlich, vielleicht will er einfach das Deck wechseln und hat noch gar. Vielleicht spielt er nicht so oft ein Beatdown-Deck oder vielleicht hat er noch nicht gegen X-Bogen gespielt. Das kann sein. Wir wissen es nicht. Aber das war ja ja. ein Riesenunterschied. Das erste Game jetzt hier unglaublich geil und das zweite jetzt Jeden Fall. hier ganz, ganz klare Fehler. Also Okay. das ist auch ein Fehler, der ist eigentlich, ich sag mal, offensichtlicher geht's ja nicht. Ja, das stimmt. Sonst kann man mal diskutieren, das wäre besser gewesen und dann so, ja, die Option wäre auch nicht schlecht, wenn das und das passiert wäre, aber der Golem nach da, ganz hinten zu packen, wenn der Gegner wieder am X-Bogen ist, das ist einfach falsch. Genau. Ja, kann Da man, kann also man, das da kann kann man man auch sich nicht nicht. rausreden, da kann man keine Alternativen haben. Ja. Gegen den X-Bogen-Cycle-Decken Golem hinten platzieren ist fatal. Hinterlässt mir die Schäden am Turm und. Hier schreibt jetzt auch ein Zuschauer, vielleicht hat er eine schlechte Hand. Ja, aber wenn er den Golem hat, er kann ihn ja einsetzen, aber dann irgendwie leicht vor dem Turm. Also Oder nicht so weit nach hinten. er hätte seine Hand auch. Er Es kann wäre sogar alles besser. durchcyclen können. Was hatte er denn? Skelette, Minions, er kann alles nach hinten packen. Meinetwegen sogar den Baby Dragon. Selbst wenn seine Hand, keine Ahnung, Pfeile, Blitz, Golem und noch irgendein Deck. Noch irgendeine Karte gewesen wäre, dann wäre es besser Ja. gewesen, wenn er die Ja. Pfeile rausgeworfen hätte, um dann wiederum in den relativ guten Cycle zu geraten, weil da hätte er zwar drei Elixier wirklich verschwendet, aber er wäre dieses Risiko nicht eingegangen, dem X-Bogen-Spieler die einzige Chance zu geben, mit der er das Game gewinnen kann. Stimmt. Er schreibt jetzt ja auch, hört auf, über mich zu lästern, try. Aber Kappa noch wer lässt denn dahinter. nicht? Ja, das ist Also, ja. das im ersten Spiel mit dem Schweinereiter hat er bewiesen, wie gut er ist. Das war unglaublich krass. Das war richtig, richtig heftig. Im zweiten Game dann nicht. Ist jetzt ja nicht lästern, ist jetzt ja hier objektiv das Ganze, ne? Also, wir sagen ja nicht, dass du jetzt ja Nee, nee, irgendwie. er ist ein klasse Spieler. Er hat da nur mal einen krassen Fehler gemacht. Allein, dass er so weit gekommen ist, beweist ja, dass er schon Ja. ordentlich was drauf hat. Von Absolut, daher. er wird erstmal bei dem 1000-Mann-Turnier, kommt er da so weit und setzt sich hier durch. Wir können mal gucken. Und wir gucken rein. Er steht 1 zu 1. Es geht um den Einzug ins Halbfinale. Mal schauen. Und wieder am Anfang bin ich immer richtig aufgeregt, was die für Decks spielen. Wird immer erstmal durchgecycelt, man sieht noch nichts Ernstes. Okay, wir sehen den ersten Eis. Okay, er spielt wieder sein Deck, was er so gut beherrscht. Jetzt hat Könnte er meiner aber ein Poison von Schnaps Verteidigungsgebäude sein? dabei. Ich möchte, dass es meiner Poison ist. Oder ist es nicht ein anderes Schweinereiterdeck? Ja, mal schauen. Also sonst ist mal der Eisgolem im Schweinereiter-Push echt nice. Aber dann hat natürlich der auch der Inferno-Turm mega viel Value. Oh, es Oh, ist ein wieder der X-Bogen. X-Bogen. Er hat, glaube ich, spielt immer noch das Wird. gleiche Deck, oder? Er hätte optimalerweise den Henker ein bisschen weiter nach hinten setzen Na, können, geil. damit er Ja. Ritter zuerst tankt und der Ritter sozusagen nicht sein Leben an dem rechten Turm verliert, sondern noch ein bisschen von dem X-Bogen tankt. Ja. Aber so hat es auch gut geklappt und Beren ist ja auf jeden Fall
Kommen wir. Alter, das ist sehr viel Damage. Kommen wir sofort zur Frage, was wahrscheinlich die meisten Zuschauer interessiert. Welches Deck, wer kontert hier wen? Oder ist es even? Meiner Ansicht nach darf Berin den X-Bogen nicht an seinen Turm lassen. Er hat einen Eisgolem, er hat einen Ritter, er hat einen Schweinreiter, er hat einen Henker. Ja, das sind vier Units, die viel Leben haben. Zwei davon sind extrem günstig. Er hat einen richtig schnellen Cycle. Problem wird nur sein, also wenn Schnaps das überhaupt gewinnt, dann indem er Feuerball auf den Turm cycelt. Wollte ich auch gerade sagen, mit Zaubern rüberwerfen. Das ist mein Predict, aber gleichzeitig muss man natürlich auch sehen, Berin hat sogar noch ein Lightning. Das heißt, theoretisch könnte er auch einfach ein Eisgolem und ein Lightning jetzt gegen den X-Bogen setzen, um Tower Damage rauszuschieben, was natürlich hier jetzt nicht unbedingt passend ist, weil er auf der anderen Seite den Damage bisher gemacht hat. Ja. Aber das wäre auch nochmal eine Lösung, mit der Berin natürlich auch langfristig gewinnen könnte. Ja. Der X-Bogen ist da jetzt schon ganz schön lange. Die nächsten Skelette sind da, die waren clever, die haben jetzt den alles angegriffen, Elektromagier. So. Ah, das ist jetzt schon der zweite Eisgolem, der da wegstirbt. Ja. Und der X-Bogen kommt sogar noch für 6 Hits an den Turm. Das ist halt das Problem. Also Berin hat zwar viele Konter, er ist faktisch, es ist, sagen wir mal, für ihn einfacher, als für den X-Bogen-Spieler das Game zu spielen und daher kann man das auch schon Konter nennen. Aber es reicht nicht, wenn er den X-Bogen-Schaden nur wegtankt. Der X-Bogen muss auch irgendwann mal Schaden bekommen, um zu sterben. Das absolut, ist das Problem. Und links kam der Schweinereiter schon wieder nicht durch. Also er hat einen Push geschafft, um hier zu rasieren. Danach kam nichts mehr. Macht er wieder einen Schweinereiter-Push? In dem Moment hat der Gegner wieder einen. Okay, er spielt Magier. Ein Hit vielleicht? Nee, kein Hit. Kein. Das macht Hit. Er wirklich gut. Oh. Das, ja. Ich habe das Gefühl, dass Berin diese Schiene langfristig nicht kaum. Nee, in der Doppel-Elixier-Phase, da wird er langsam, aber sicher dann irgendwann ausbluten. Er kann das zwar immer probieren, aber der Unterschied ist, der Schweinereiter wird einmal gedefft und dann ist er tot von Da hat er ihn natürlich jetzt auscycelt. Hat er ihn eiskalt erwischt. Einen kriegt er raus. Holz gewastet komplett. Ja. Ritter greift da nochmal an. Nächster Henker. Das ist halt das, was ich. Man muss sich aber auch jetzt erstmal die rechte Seite mal anschauen, die linke Seite mal anschauen von Berin. Ja, stimmt. Der Elektromagier macht da immer wieder damit. Zwei X-Bögen. Oh Gott. Was hat er denn jetzt vor? Zwei X-Bögen. Warum? Sieht schon übel aus in der doppelten Elixierphase. Und immer wieder kommt der Elektromagier. So ein bisschen durch. Und der Eisgolem bringt ja auch nichts gegen Ritter. Der stirbt hier, einfach weg. Jetzt ist Schnaps in einer sehr guten Situation. Wenn der Berin jetzt kein Lightning bringt, dann. Der X-Bogen hat so viel Value inzwischen, dass er schon direkt den nächsten X-Bogen spielen kann. Das fand ich jetzt aber sehr stark. Oder je nachdem von Schnapp sehr schwach, dass er über die Seite kommt. Es war eher schwach. Also ich habe es im ersten Moment auch nicht gesehen. Ich hatte gedacht, wenn Schnapps jetzt den zweiten X-Bogen spielt, müsste er irgendwie durchkommen. Ja. Allerdings, ja, wie ich schon vorher gesagt habe, erstens hat Berin den Lightning und zweitens ist es nicht ratsam, den X-Bogen auf die Seite zu spielen, wo dann Lightning-Value bei rumkommt, auf die Seite, die sowieso schon geschwächt ist. Das war der Fehler, den Schnaps gemacht hat, sonst wäre es noch ein bisschen weiter gegangen. Ich gehe davon aus, wenn dieser Fehler nicht gekommen wäre, dann wäre das hier anders ausgegangen. Jetzt brauchen wir nur noch einen Zauber und dann ist der Turm weg. Also ich denke ehrlich gesagt, so wie sich das Game bisher entwickelt hat, langfristig wäre es trotzdem so ausgegangen. Aber ja, es liegt halt einfach in der Natur des Schweinereiter-Decks. Es sind vier Tanks, die einfach den X-Bogen nicht zulassen, dass der irgendwie connected. Auch wenn er jetzt nicht instant den Schaden am X-Bogen hatte, er hat wirklich Eisgolem eingesetzt, der hat ihn weggetankt, ist gestorben, Ritter eingesetzt, ist gestorben und dann kam der nächste Eisgolem. Er kommt damit in ein Minus, aber wenn er da so durchkommt und nochmal ein Lightning bringt, der erste Schweinereiter, wie viele Hits hat er rausbekommen? Vier Stück? Ja, drei oder vier Stück und das war's dann. Das ist ja auch, also, wenn man in der einfachen Elixierphase kaum Schweinereiter-Hits rausbekommt, dann wird's immer schwer für den Hauptcycle-Deck. Ganz krankes Game. Die können es halt beide nicht fassen. Immer wenn King of Clash oder Berin das hier gewinnt, schreiben die alter Scheiße, haha, wie krank und sowas. Nach jedem Game, die können es selber nicht fassen. Als Gast einladen können. Okay, wir sind im Halbfinale. King of Clash gegen Alex. Erstes Game. Ist jetzt hier die vorletzte Chance, dass ein deutscher Champion für EU wird. Und ich bin gespannt. Alex spielt hier das Miner. Deck. Oh, geht recht aggressiv wieder ran, ne? Ja. Also wäre so ein Baby Dragon, die. Okay. Guter offensiver Lightning bringt ihn natürlich jetzt aber auch in einen sehr großen Elixier-Nachteil. Ja, wobei, die Hexe war ja. Ja, er muss natürlich. Natürlich musste Alex jetzt auch reagieren. Ja, ja. Und wenn aber er da. Grundsätzlich.
Hätte er dort Skelette eingesetzt, wäre okay, aber so liegt King of Clash nur anderthalb Elixier hinten oder so. Ein klein bisschen mehr Schaden gemacht. Schönes Mega-Minion, schön weit weggesetzt zum Abfangen der Minions. Elixierpumpe gesetzt. Warum setzt er sie dahin? Also, das hat für mich ehrlich gesagt nur Nachteile, besonders gegen ein Miner-Deck. Vielleicht verklickt? Weil, ja, wahrscheinlich. Ah, Genau. naja, Nee, gut. Ja, funktioniert eben gut. nicht. Der Poison kommt trotzdem. Vielleicht dachte er, der Poison kommt nicht an. Ja, das wäre der einzige Grund gewesen, aber normalerweise, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das das erste Mal ist, dass er dieses Pumpen-Placement anwendet. Ja, das stimmt. Es ist, als ob er jetzt hier das allererste Mal eine Elixierpumpe gegen den Poison spielt. Ja, Jetzt immer ist wieder viel Überraschung. natürlich Gut, aber gut, er spielt jetzt hier den. Er Hacker, hat mitbekommen, dass das. King of Clash immer wieder die Golem-Decks spielt. Genau. Er nimmt den Packer und. Das ist schon mal eine Allein mit Packer und Henker. Das kann man sich ja fast nicht angucken. extrem ungünstige. Der Lightning, der war. Hätte er Lightning den Henker gekillt, wäre es krass gewesen. Ja. Eine Fledermaus überlebt, macht noch ein bisschen Schaden am Packer. Golem kommt Nee. kaum an den Turm. Packer hat noch Leben und der Alex hat einen Elixiervorsprung. Ja. Das wird extrem schwer. Na, guter Baby Dragon kann zuerst die Minions killen, die Skelette distracten. Meiner macht ein bisschen Chip Es Damage. sieht zwar nicht so aus, aber das ist jetzt der Anfang vom Ende für alle, für Flash, meiner Ansicht nach. Das ist sowieso total krass, das Deck. Ich bin gespannt, wie das hier ablaufen wird. Und da sieht man wieder, dass das Skill und Glück gar nicht so entscheidend ist, sondern dass einfach die Deckauswahl das Ganze macht. Er hat wahrscheinlich jetzt geguckt, King of Clash spielt, oder ein Freund sagt ihm, dass er das verfolgt, irgendwie spielt immer ein Golem-Deck und er hat hier einen richtig, richtig starken Konter. Oh, da die Nachthexe war zu früh. Dann ist die down und die Fledermäuse auch und dann läuft dann Ich bin mir Pekka. nicht ganz sicher, ob das nicht zu voreilig war vom Ja. Alex. Müssen wir jetzt gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, das ist natürlich der Packer dann am Ende für Der jeden Pekka hat Fehler, jetzt den. zerschreddert, den kann man jetzt machen. Das ist jetzt schon. Ja, der Over. braucht nur noch ein, zwei Giftzauber und Miner und dann. War in der Deckauswahl im Prinzip over, ja. Da hat er in der Deckauswahl komplett zerstört. Sehr stark. Wir haben jetzt nicht mitbekommen, was Alex sonst so für Decks gespielt hat. Da kommt Das wäre jetzt nochmal nochmal meiner interessant zu Poison. wissen. Vielleicht hat er das ja die ganze Zeit gespielt. Oder ob er einfach so krass ist und ein guter Turnierspieler ist und gegen jedes Deck eine Antwort irgendwo hat. Weil das ist ja, guck dir das mal an. Tornado, Henker, schon mal gegen Nachthexe und Baby Sehr, Dragon und sehr. Mega Minion und dann noch ein Packer gegen Golem. Oh. Oh, das war aber nochmal. Das war aber nochmal Damage. Das war nochmal unsicher, ne? Ja, 2 Sekunden länger und das Ganze wäre dann anders ausgegangen. Eieiei. Es war nochmal mutig. Also ich hätte es nicht so gemacht. Ich hätte nochmal den Hacker Ich, gesetzt und dann. ich Wenn man das Game so sicher verteidigen kann, dann erstmal verteidigen, bis man genug Vorsprung ist und dann da sicher finishen. Das kann man nochmal. Wäre zu krass gewesen. Okay, 1 zu 0 Aber gut, er für hat gewonnen, ja. King of Clash gegen Alex. Alex führt 1 zu 0. Frage ist wieder, was wird gespielt? Eben hat Alex den King of Clash ziemlich stark gekontert. Was haben wir denn Oh, bisher? Okay, Zapmate wieder Instinct. wahrscheinlich. Oh, ganz, ganz stark Zapmate. Alex war ja, glaube ich, vor, genau, Alex war der mit dem mit der Prinzessin und dem Dart Goblin in einem Ah, Deck. genau, ja, ich erinnere mich. Dass wenn King of Clash jetzt ein Golem-Deck auspackt, dann könnte das eventuell wieder ein Counter-Matchup sein. Weil wenn der Zapmate-Spieler gut spielt und den Golem-Spieler immer wieder unter Druck setzt, dann hat der Golem-Spieler kaum Chancen. Glaubst du echt, dass King of Clash immer noch den Golem spielt? Sieht so aus, ne? Aber warum macht er das? Aber haben wir bis jetzt überhaupt ein anderes Deck von gesehen, von King of Clash? Nee, ne? Weiß nicht, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich kann mich zumindest an keins erinnern. Kann sein, dass er jetzt sehr gut mit dem Deck ist und nicht kein anderes kann, aber der Es Packer hat zeigt ja ihn auch. gerade kaputt gefressen und dieses Zap-Bait mit Rakete und Inferno-Turm. Mal gucken. Die Hexe ist dabei. Ja. Ja, er ist nochmal geforst, Goblin Gang einzusetzen, weil sonst wären 6 Skelette an seinem Turm gewesen. 6 fliegende Skelette, meine ich. Fledermäuse so rum, genau. Ja, stimmt, der Fledermaus-Split der Nachthexe, den kann man ja bald auch gegen gesplittete Einheiten einsetzen, ne? Das scheint zu funktionieren. Okay. Nächster Sub, vielen Dank. Ich lese sie gleich mal alle vor nach dem Turnier. Das große Problem von King of Clash ist halt hier, dass er keine Pumpen stacken kann, weil Ja. er schafft es nicht, den Alex zu outcyclen, dass Alex nicht die Rakete hat, wenn in Ja. King of Clash die Elixierpuppe hat. Oh, kommt die Hexe an? Ja, gut. Ist aber unsicher, wenn auf einmal so eine Instant Goblin Gang kommt und dann. Die Ah, Goblin Dart Gang, Goblin gegen der die Dark Goblin ist Fledermäuse gar ist ja nicht schlecht gegen unglaublich. die. Vielleicht ist der Dark Goblin einfach neben den ruhmschützenden Geheimtipp für die Nachthexe. Ja, stimmt. Wäre eine Überlegung.
Links jetzt sehr viel Damage von der Goblin Gang. Prinzessin auch offensiv eingesetzt. Da kommt jetzt der erste Golem in der doppelten Elixierphase. Ja, das genau das ist das Das Problem. ist nicht, also da Jedes hätte ich Mal. jetzt den Schaden lieber kassiert. Das ist eben die Gratwanderung. Man muss gucken, hätte er den Schaden kassiert, hätten vielleicht zwei Raketen gereicht, um ihn zu finishen. Das ist ein bisschen das Problem. Und man kann schlecht abschätzen, ob der Babydrache hinter dem Golem so viel mehr gemacht hätte als jetzt vor dem Golem, weil man sieht ja Ja. auch, das Backup wird relativ gut aufgeräumt. Ja. Ah, diese Prinzessin und Dart Goblin, Jetzt das ist kommt schon aber genau, ziemlich jetzt kommt die heftig. Rakete. Geht er jetzt nochmal rein? Das ist jetzt alles oder nichts hier, ne? Ja klar, auf jeden Fall. Aber er hat Jetzt ist auch dann. hier, Oh, Holz trifft jetzt muss nicht. eigentlich ein Predikt. Ja, da wäre das Predikt Holz gewesen. Das stimmt, das wäre nochmal. Es Das ist noch nochmal. nicht vorbei, so ist es ja nicht. Oh, das ist nochmal Schaden. Also diese Viecher, die Fledermäuse sind so irre schnell, man unterschätzt die einfach, weil sie so viel Schaden am Turm machen. Er hat Oh, jetzt kein wiederum gutes kein Mega-Minion. Holz. Er hat Da jetzt fehlen jetzt kein auch seine Holz in der Holz. Rotation und das ist so gut wie Game, wenn er noch irgendwie Schaden an seinen Turm lässt. Ja. Müssten zwei, ja, drei Loks, genau, dann ist es Kein over. schlechtes Holz vielleicht. Wiederum ein sehr guter Lock. Also er hat dadurch sehr viel Value bekommen. Allerdings kann er sich jetzt nicht mehr leisten, den Jetzt hat Golem er zu auch wieder setzen kein und jetzt hat Holz. er kein Holz mehr. Ja, das ist. Lightning kommt nach Texel, kommt nicht mehr ran und das Oh Ding nein, nein, vorbei. Ärgerlich. ist durch. Okay, Ärgerlich. okay, okay. Hat er nochmal gut gemacht. Sehr offensiv gegangen. War seine letzte Chance, noch was reißen zu können. Und damit ist Alex weiter. Alex hat immer noch kein Spiel verloren im Turnier. Stimmt. Oder? Wow, das ist eine Leistung. Ja, noch kein Stift, bis jetzt nichts. Aber das muss man auch sagen, ich zeig's jetzt hier schon zum dritten Mal. Guck mal sein Profil an. Rare Cards Level 9, Level 12er, 5700 Ja, Trophäen. ist wirklich außergewöhnlich. Also, ich kenne mich nicht so gut aus mit den mit der Trophäen-Count auf Level 12. Ich ja Ja. jetzt selber langsam auch in einem Bereich bin, wo mich das jetzt nicht so interessiert, aber also mit solchen Karten hatte ich solche Sets noch nicht. Ach so, Berin spielt auch noch die ganze Zeit. Oh wow, okay, dann Oh, tatsächlich, Pe ja. gegen Pe Oh, ist das sogar richtig knapp. Wie stand es bei den beiden? Noch 0-0, oder? Ja, Berin ging es länger, 0 zu 0. Und das ist hier Halbfinale, auch wieder Halbfinale. Halbfinale, erstes Spiel beim Halbfinale. King of Clash, das Alex ist schon weiter, ist schon im Finale. Jetzt nur die Frage, schafft es Berin hier, das sich zu qualifizieren in diesem Halbfinale und dann im Finale zu spielen? Ich bin gespannt. War überhaupt schon mal ein Deutscher im Finale? Oh! Ja, Luai war doch im Finale gegen Stimmt, Sushi. Lua war einmal Final. Das war ein geiler. Ja. Wow. Krass. Holz trifft die Skelette und ein Eisgeist. Feinerer, der kriegt einen Hit raus. Berin gewinnt. 1 zu 0 für Berin. Ich bin gespannt. Ja, das Auf ist jeden Fall. besonders gut hierbei ist halt, dass es relativ gestaffelt ist, dass wir immer wieder eine Partie zugucken können von dem einen Match und dann wieder von dem nächsten. Stimmt. Sonst waren die Games immer gleichzeitig. Das ist hier auf jeden Fall nicht verkehrt. Und Berin spielt wieder sein bestes Deck. Und er spielt immer Oh, noch das das ist gleiche wieder das Picker-Deck. gleiche Match. Gleiches Matchup, ne? Wundert mich aber, dass Berin das hier gewinnen kann. Gegen. Und Slayer ist ja auch ein guter Spieler. Gegen einen Packer, gegen einen Eisgeist, Skelette und einen Tornado ist auch noch dabei, ne? Wirklich interessant. Wie schafft er das, den Schweinereiter durchzubringen? Ist das letzte Game nicht komplett gesehen, nur das Ende gesehen mit dem geilen Predict. Oh, guter Lightning. Jetzt hat Leo hier einen relativ guten Vorteil, besonders weil der Eisgrün jetzt auch noch hier stirbt. Oh, der ist richtig geslowed. Henker und Turm machen das. Ja, okay. Also, wenn man den Turm schon einfach in der Elixierphase so oder mit dem ersten Zug so down bringt als Minor Chip Damage Spieler, gut, er hat noch Stimmt. einen Packer Das ist ja etc. meiner Chip-Damage, ja. Und wieder kommt ein Predictholz gegen das Eisgeist. Das ist Stark. aber sehr gut gewesen. Also, dass der Eisgeist da nicht gehittet hat, hat einen sehr großen Unterschied gemacht. Ja, sonst hätte er gar keinen Hit rausbekommen. Voll Elektromagie ist ja auch noch. Ich fasse es nicht. Wie viel Konter hat er denn dabei? Eisgeist, Heftig. Skelette, Packer, Holz und Elektromagier. Tornado anscheinend dann nicht, oder? Das könnte ein Grabstein vielleicht sein, könnte aber auch ein Tornado Ein auf einem Ofen, Ofen okay. gehen. Das war eben nicht dabei, ne? Nee, da war ein Grabstein dabei, das eine Mal. Ah, okay. Also auch noch ein Gebäude gegen Schweinereiter. Das Aber ist. natürlich hat er jetzt, also Berin hat das sehr gut gelöst mit dem Lightning. Ja. Problem ist nur dabei, er hat jetzt einen relativ heftigen Elixier-Nachteil. Ja, was hätte er sonst machen sollen? Wenn er jetzt den Henker Ja. gleich sofort nach hinten gesetzt hätte, wäre der Henker jetzt schon wieder voll weit vorne, ne? Richtig, und er hätte auch, Slayer hätte auch einfach ein Lightning draufwerfen können. Problem ist. Oftmals ist so ein Elixier-Nachteil gar nicht so verkehrt. Das sehe ich auch mit Giant oder Beatdown-Decks. Dann setzt man einfach viel, viel später den Golem oder den Riesen ein oder den Henker jetzt in dem Fall. Gut, der ist jetzt noch trotzdem relativ Ja. weit vorn. Und Lightning hat trotzdem Schaden am Turm gemacht. Oh, jetzt ist der King Guter, Tower an. das war gut, das war gut gemacht Oh. von Okay, der Ritter ist Berin, auch dass noch er da. Pekka noch das ganz schön Problem schon viel mal gelöst Leben. hat. Ja.
Aber der Ritter, der nimmt den Kampf auf und schafft das da ganz gut. Lol, irgendwas war da richtig buggy. Wieder ein Nicht schönes schlecht. Schon Holz. wieder ein Kriegt Holz er und einen er Hit wird einen raus? Hit rausbekommen. Der wird ein. Ja, einen Hit kriegt er raus. Witzig. Ich verstehe nicht, wie der jedes Mal einen Hit rausbekommen hat. Er hat so viele Counter. Ja. Natürlich setzt er seinen Packer immer, nachdem der Gering gerade Schweinereiter-Push gemacht hat und hat ihn daher nicht in der Defensive, aber trotzdem, Ich weiß nicht, das ob ist das doch. meiner Lightning-Ding da so Sinn macht. Nur gegen den Ritter und gegen Skelette. Kommt wieder ein Predict Holz. Ja, genau, jetzt ist hier Wieder der gegen Eisgeist und wieder, er er kriegt kriegt wieder wieder einen Hit. einen Es ist Hit raus. unglaublich. Der predict Ein hier gegen Holz, ein Eisgeist. Lightning und das Game ist over. Er Da muss würde ich nur den jetzt doch Packer mal. distracten, durchcyceln. Da würde ich doch jetzt mal als Slayer Eisgeist weiter in die Mitte platzieren oder so. Ja, Oh, auch hätte nicht er machen müssen, schlecht. aber das Game ist bereits vorbei. Ich denke auch, ja. Nein, doch, Lightning. Oh, das reicht Lightning. nicht, das reicht nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Das das ist. Er hat ja, sehr, Game hat ja auch noch over. einen Lightning Slayer hat wahrscheinlich. ausgeglichen. Oh mein Gott. Hau. Holz. Das war Alter, was knapp. ist das für ein Game? Oh mein Gott! Over. Oh mein Gott. Ich fass es nicht. Das kann man doch nicht kommentieren. Das ist doch viel zu spannend. Das gewinnt Das Slayer. ist insane. Alter. Aber wieder richtig, richtig stark Boah, hin und gespielt von her, ein Berin. ständiges Hin und her, wirklich, wirklich. Immer wieder dachte man, er gewinnt, er hat es jetzt sicher, er hat sicher, immer wieder Comebacks, immer wieder Predict Holz. Das war das eine Predict Holz, was den Slayer zurückgebracht hat, wo er instant die Skelette gekillt hat. Und man muss dazu sagen, dass das Deck von Slayer, das Deck von Berin, zumindest ein bisschen kontert. Vielleicht sogar noch mehr als ein bisschen. Das Spiel läuft. Oh mein Gott, das Oh Spiel läuft, nee, das wurde hier oder? nicht angezeigt. Nein, Aber okay, wir warum sind noch nicht? drin. Oh Es ist noch Mensch. ausgeglichen, nichts verloren. Das ist Mein immer so Gott, die werden einfach nicht ärgerlich. angezeigt. Sehr gut, Ja, Zuschauer, und dass ihr das. Ich weiß nicht, wie sie das herausgefunden haben, aber sehr gut, dass ihr das herausgefunden habt. ausgerechnet das finale Spiel. Das ist das. Es steht 1 zu 1. Und der King Tower ist auch an. Er hat jetzt einen Packer und einen Tornado. Ja, jetzt hat Und er den ein Tornado Holz. reingepackt. Das ist Er hat jetzt natürlich einfach normal. alles mitgenommen, um den Schweinereiter kaputt zu machen. Und Aber Berin wechselt trotzdem sein ist Deck er nicht. im Image-Nachteil. Das stimmt. Aber warum wechselt er das Deck nicht? Der hat jetzt das Deck noch krasser gemacht. Na gut, Ofen raus und Tornado rein, aber es ist noch besser dadurch, ne? Ja, er kann halt da keinen Lightning-Value mehr bekommen. Ja. Das ist der große Vorteil bei dem Austausch. Also wenn er das gewinnt, dann muss der Slayer was ganz Mieses falsch machen und Berin was ganz Krankes predikten. Ja, theoretisch müsste er jetzt den Schweinereiter auf die rechte Seite bringen. Würde ich jetzt zumindest machen, weil er gerade den Packer. Okay, da hat er Holzkrieg gerade klappt diesmal nicht. Die Skelette gehen Elixier. noch. Nee. Da hätte er den Schwein. Oh, schöner Ritter predikt. Heftiger Predikt auf jeden Fall. Jetzt, ja, es wird Der wieder der nächste Packer. Picker. Er muss schauen, er hätte in dieser einen Ein Situation Hit. gerade eben den Packer auf der rechten. Er hat einen Hit rausbekommen, stimmt. Der Packer scheint nicht gut genug für den Schweinereiter zu sein, weil er zwei Hits braucht. Stimmt. Wenn Berlin, Beri meine ich den. King Towers an, schönes Klett. Alter, der prediktet jetzt hier jeden Miner richtig. Das Das ist läuft. heftiges Clash, was hier passiert. Das ist echt Wirklich. richtig heftig. Henker trifft. Beide Henker treffen den Elektromagier. Das ist. Oh, Alter, was ist das für ein was für Game? ein Leid. Was für ein Leid. Jetzt geht's nochmal rund. Wenn. Jetzt darf. Holzpredikt Player trifft kann jetzt keinen nichts. Packer, er kann jetzt keinen Packer spielen. Ja, das ist Tornado die bringt einzige nichts gegen zwei Möglichkeit. Einheiten. Eisgeist noch dazu. Aber Schweinereiter hat jetzt. noch Leben. Elektrom. Okay. Er hat Der so hat viele 50 Konter. Konter Oh dabei. mein Gott, er Lightning. Oh bekommt mein einen Hit. Das Gott. gibt's nicht. Das gibt's nicht. Was für ein guter Spieler ist dieser Beri? Alter, Er hat dieses den Deck, das Lightning kann der direkt so gut. parat. Er weiß, was der Gegner spielt. Er hat die Antwort Wieder meiner direkt Predict. parat. King Tower ist Niederländer. an. Ey, ich glaube nicht, was ich hier sehe. Das ist echt insane. Das ist ja krass. Wieso haben wir den Beri nicht vorher gekannt? Jetzt muss er im Prinzip einfach nur Hölzer durchcyceln. Ja, er macht's. Er braucht noch. Das kann er eigentlich gar nicht mehr verlieren. Ich will mich jetzt Aber echt nicht zu weit aus dem mit dem Fenster Matchup lehnen. kann er das eigentlich gar nicht gewinnen. Ja, Er das. hat jeden Miner predicted. Hacker ist aber nicht. Also, wenn Berin es jedes Mal schafft, mit dem Hacker einen. Geil. Das ist Da geil. ist er durch. Unglaubliches Game. Unglaubliches Absolut. Game. Ich kann es nicht fassen und der Chat auch nicht. Alle sind am Ausrasten. Also das würde ich mir gerne nochmal. Das wäre so ein Game, wo ich jetzt sagen würde, hätten wir so 3 Minuten Zeit, dann könnte man sich das nochmal angucken. Ja. Könnte man so sehen, was hätte Slayer besser machen können, warum hat Beren das gesagt? Das, also, so ein gutes Game, wirklich. Der ist im Finale. Aber das, wenn der so viel Skill hat und dieses Deck so gut beherrscht, da frage ich mich immer, warum kennen wir den nicht in der deutschen E-Sport-Szene? Warum Ja. gibt denn niemand einen Account zum Pushen? Das war ja unglaublich. Na, ja, spätestens jetzt kennt man ihn. Ja, stimmt. Also, zumindest die Deutschen kennen ihn. Ja, für so einen Max-Account muss man sich. Es ist immer ein bisschen schwer, sich da über die nötigen Kontakte zu beweisen. Haben Also, wir wenn man bald mit dem keine. E-Sports-Account hier?
Ja, das, klar. Ja. Ja. Aber das ist Gustavo schon schreibt Welt. krass. Damit ist Berin im Finale. Oh, was für ein Finale. Berin jetzt die letzte Hoffnung, dass noch ein Deutscher sich für die Clash Royale Crown Championship qualifiziert. Aber er spielt gegen Alex und Alex ist auch ganz, ganz krank. Der hat noch kein Game verloren. Der hat ja noch nicht irgendwie anbrennen lassen. Und er hat auch ein unglaublich krankes Profil. Rare Cards Level 9, 5700 Trophäen. Ich kann es immer wiederholen. Das wird jetzt ein geiles Finale. Definitiv. Also Berin hat mich jetzt ehrlich gesagt wirklich in dem letzten Game vom Hocker gehauen. Dieses Stack, das hat er jedes Game ultra Ja, geil gespielt. Im letzten Game noch geiler. er hat es Aber einfach. hast du das? Er war doch der vorhin mit den Golem gegen X-Bogen gespielt hat, oder? Stimmt. Das war Das war auch dieser Berin. Ultra-Flop, wo er den Golem nicht gut gespielt hat. Hast recht. Das ist Ja, so, also das vielleicht ist Deck er. kann er richtig gut und mit anderen Decks mal gucken. Schon eine Stange Geld, ne? Wer sind wir hier nur Ja, Achter lässt sich so? was Du mit anfangen. kannst dich hier qualifizieren, guck mal, du spielst gegen deinen Surgical Goblin, Nemsensei, gegen Adam, das sind schon sehr, sehr starke Spieler. Ja, da kannst du auch Platz 8 werden, ganz entspannt, verlierst halt alle Games, kriegst trotzdem 3000 US-Dollar. Ja, auf jeden Fall. Also da hat man auch schon so gewisse Ruhe. Man hat was, man kann nichts verlieren im Ja. Prinzip. Hype, sage ich mal. Also, da muss ich auch sagen, sind die Turniere absolut geil für. Das ist jetzt ein richtig guter Spieler, der Berin, aber man kannte ihn einfach vorher nicht. Und auf einmal Richtig. hat er jetzt hier 12.000 Live-Zuschauer oder auch in verschiedenen Sprachen. Jetzt kennt man ihn und das ist ja auch heftig, wie er performt hat. Es geht nicht darum, hier weiterzukommen, Definitiv. es geht darum, wie man gespielt hat. Und das war krass. Oh, jetzt geht's los. Es geht los? Ja. Berin gegen Alex, das Finale. Gott. Eieiei. Das ist schon so eine Sache. Alex hat noch kein Spiel verloren im Turnier. Das spricht ganz schön viel. Oh, okay. Tornado gegen Koboldfass. Schon mal absolut richtig. Es scheint wieder darauf hinauszulaufen, dass Alex sein Zepp-Deck spielt und Ja. Berin das Ja, die mit spielen beide sehr Schweinen reitet. stark. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade so Also, nervös bin. Ich spiele doch selber gar nicht. richtig, dasselbe Gefühl habe ich auch. Ich Bei bin dir gleich. auch? Richtig Oh krank. Ja, mein einige Zuschauer Gott, oh schreiben das mein auch schon, Gott, dass sie nein, voll. nein, nein. Was war das? Berin hat ein Lightning ins Leere gehauen. Echt? Alex weiß davon nichts. Alex weiß davon nichts. Oh mein Gott, warum? Ich weiß es nicht. Er wollte wahrscheinlich einen Schweinereiter draufziehen oder so. Aber. Also ich habe nicht gesehen, dass er damit irgendwas getroffen hat. Ach du meine Oh Güte. mein Gott, einfach sechs Ach du meine Güte. im Finale, sechs Elixier raus, sechs Elixier. Also ich habe es nicht auf dem Spielfeld gesehen. Ich habe nur die Karte unten aufgesehen. Ich glaube, wenn man einen Alle Lightning. Zuschauer auch, ja. Oh Sehr Gott. ne, oh, das tut ja weh. Einfach Jetzt. ein Lightning raus. Das ist natürlich Tilt. Und dann auch noch im Finale. Das ist jetzt schon mal das dritte Turnier, wo wir im Finale Missklicks haben, weil die Ist Leute einfach das zu nervös sind. ärgerlich? Stell dir vor, es geht hier um 3000 Euro. Du bist mega nervös, hast nur so ein kleines Handy in der Hand und machst da einmal so einen falschen Klick und dann war's das. Aber da geht noch was. Ja, Nein, Erkans? das hätte er Oh. nicht machen sollen. Das hätte er nicht machen sollen. Ich habe Hätte den genau Ritter das an dich getroffen, noch gedacht. vielleicht, aber der hat jetzt ziemlich viel Leben. Alex schickt dort Emotes. Ah. Oh, Nein, Holz das auf Holz. Oh, Prinzessin. Scheiße. Er hat jetzt zwar noch den Tornado Na fürs gut, er hat ja noch den Koboldfass, aber jetzt Tornado. hat er nichts mehr für die Gang. Der setzt er perfekt. Genauso setzt man den Tornado. Kein Hit rausbekommen, sehr stark. Ja, kann man so setzen, kann man aber auch. Ich empfehle es. Also ich würde euch empfehlen, wenn ihr den Tornado so setzt, wenn ihr Ja. die, damit der Koboldfass keinen Schaden macht, setzt den Tornado nach außen. Weil es gibt Leute, Ja. die spielen dann das Koboldfass, wenn sie wissen, man zieht den Tornado immer wieder so hinterm King Tower, sage ich mal. Da gibt es Leute, die setzen alle Kobolde vor den King Tower, Ja. dann werden die nicht weggezogen. Stimmt Zur auch wieder. Seite fällt Stimmt auch wieder. eigentlich Guck, das ist das so. Beispiel. Ja, genau. Genau Kennst du das hast du das? erwähnt und da haben wir es perfekt gesehen. Ja, das macht aber auch gut, dass der Alex darauf reagiert und das dann so einsetzt. Ritter als nächstes dabei. Er spielt den Inferno-Turm halt auch genau richtig, dass dort. Okay, der Eiskugel jetzt nicht so gut. Dass dort sich kein Lightning lohnt. Jetzt hat er direkt den nächsten. Da bringt auch kein. Nee, da kommt er nicht durch. Der Da ist ihm nächste der Alex einen Schweinereiter. Schritt voraus und man merkt noch den Nachteil. Die sechs Elixier fehlen. Es kommt Auf immer jeden wieder Fall. Chip-Damage von der Prinzessin. Das fehlt ja. Das fehlt einfach. Ja, der Ritter Ich tankt meine, links, rechts noch die Kobolde. Auch das tut ziemlich weh. Alex hätte es. Das macht er dann Oh wieder mein gut. Gott. Perfekt. Er Er hat hat den Predicted. predicted. Er hat den Predicted. Kann man nicht anders sagen. Dart Goblin. Und kommt wieder ein Oh, der Dart Dark Goblin Goblin durch. connectet jedes Mal. Das ist so ein Fehler, den darf sich Berin eigentlich nicht erlauben. Ja, Schweinereiter kommt durch für einen Hit. Jetzt kommt Okay. die Rakete und das war's leider. Das ist leider Ja. das erste Game. Das ist es. Das ist es. Also, der Lightning Ultra Missklick kann passieren. Man ist nervös.
Und dann Dart Goblin kommt da, glaube ich, zweimal an den Turm mindestens. Da muss man die Reflexe haben, aber man spielt noch nicht so oft gegen den Dart Goblin. Aber das muss man beherrschen, wenn man hier weiterkommen ist. Aber der Mistlick tut richtig, richtig Oh, weh. ich gucke mir das jetzt nochmal in Zeitlupe an, ob da jetzt irgendwas, aber Ich auch. War was relativ wollte am er noch? Anfang, ne? Ja. Was wollte er tun? Er wollte aller Wahrscheinlichkeit. Er setzt die Skelette, denkt, dass die. Sch Hä? Bei mir hat er, glaube ich, den Lightning schon eingesetzt. Ja, der macht ja nichts. Wenn er nichts trifft, dann macht er ja nichts. Aber in welchem Zusammenhang wollte er den einsetzen? Gegen Ja, Ritter und Turm? er wollte den Schweinereiter spielen, hat aber den falschen Slot getroffen. Er Ach hat du gedacht, Scheiße. dass der Schweinereiter an die Stelle der Skelette, die er gerade gespielt hat, rutscht. Der Berit doch, das war eigentlich ein Hawk. Großer Unterschied. Okay, das Game geht los. Okay. Das Game geht los. Der Gewinner bekommt sicher. Also aus dem Best of Three bekommt sicher 3000 US-Dollar, der Verlierer bekommt gar nichts. Das ist eigentlich auch hart, ne? Ja, deswegen, das Das ist so ist ein einfach der Alles-oder-nichts Punkt. Ding. King Tower ist wieder an. Das ist kein Das schlechter ist Start. Er spielt immer sehr noch sein gleiches optimal. Deck. Optimal für den. Er wird wahrscheinlich einen Tornado haben, oder? Ja. Also der Das Schweinereiter, könnte. Das sind zwei Hits gewesen. Das waren zwei Hits. das sind zwei Hits und er wird jetzt wahrscheinlich den Henker recht easy wegkontern. Ja. Schöner Ritter. Ja, perfekter Ritter. So muss man es Alter, machen. alleine auf so eine Idee zu kommen. Ja. Wird ja Also. relativ geläufig mit Skeletten eigentlich gemacht. Ja, Aber das es war stimmt. schon. Aber der Ritter hat jetzt den Henker distracted und die Minions. Also, da muss man in Ja, so einer genau. Situation erstmal drauf kommen. Oder das muss man einfach lernen. Da muss Routine reinkommen. Also, immer wenn ich so Spielzüge sehe, die ich noch nie gemacht habe, dann finde ich das immer recht Geht krass. er jetzt echt auf dieselbe Seite? Warum? Oh nein. Kommt ein Wecker. Aber der Henker. Der Lightning. Ich weiß nicht, ob der Lightning gut war. Er trifft auch den Turm, die Er Nachthexe trifft ist. den Turm für Chip Damage, aber hat Alex jetzt noch eine Einheit, die ungefähr. Okay, er setzt Miner, von daher hat sich der Lightning im Endeffekt wohl doch ausgezahlt. Ja. Hätte nur gedacht, hätte er jetzt zum Beispiel noch irgendwie ein Musketier oder sowas, rein hypothetisch. Schöner Tornado, Und ja. dann wäre das mit dem Lightning da problematisch gewesen, weil dann Ja. hätte er Backup gehabt, was Beri nicht hätte treffen können. Ist die Frage, ob er das gewusst hat, ne? Ja, stimmt natürlich. Aber na Kommt gut. wieder einfach aggressiv rein. Und auch der King Tower ist noch nicht aktiviert. Obwohl er ja einen Tornado dabei hat. Oh Da war nein, schon er wieder gerade trifft. so ein bisschen der Bug von dem Schweinereiter und dem Eisgolem. Da kommt er nicht durch. Aber es kostet, ne? Es sind Skelette, es ist ein Henker, es ist ein Ja, es Tornado. Und kostet. jetzt läuft der Henker wieder isoliert einfach los. Und der, den kann man dazu gleich wegkontern. Er hat einen Ritter, Eisgolem, Skelette. Der hat da alles, was er braucht. Nachthexe wieder Jetzt da. ein Schweinereiter und dann der Lightning. Er setzt nur einen Lightning ein, er hat den Schweinereiter und dann war nicht in der Rotation. Ja, die Fledermäuse gehen Schwierig. down. Da könnte jetzt ein Packer kommen. Okay, er Minions. sitzt hinter den Minions. Ist Packer interessant. hinter die Minions, ja. Kommt da noch Frage ein mich, ob das so Mai? gut ist. Weil er hat ja Das eigentlich. kostet unglaublich viel Elixier und der Damage ist dran. Aber wenn so ein Packer einmal im Turm Richtig. durchkommt, dann war's das. Aber das sieht sehr gut für Beren bisher aus. Aber mal Jetzt gucken, was. muss er warten, bis die Nachthexe kommt. Das hätte er jetzt meiner Ansicht nach auch ganz gut mit einem Lightning zusammenfassen können. Ja. Einem Tornado, meine ich. Jetzt macht das. Jetzt hat er Jetzt muss er keine zusehen, dass er jetzt Skelette mehr. irgendwie das. Holz Ja, er hat. dazu. Okay, er ist Henker wieder in lebt der noch. Ja. Rotation. Ah, Er ist Henker trifft den wieder Turm. Das da, kann. wo er sein soll. Jetzt wird wieder der Packer kommen. Wenn er jetzt den Schweinereiter setzt, könnte es verhängnisvoll. Aber der greift da an, ist geslowed. Ein Hit. Ein Hit. Okay. Reicht. Und das reicht. Nur Das jetzt. ist gut, wenn es so weitergeht. Jetzt muss der Lightning kommen. Super Eisgolem. Poison ist dran, Miner ist dran. Oh mein Gott, Oh was? mein Schwein. Gott. Aber es bringt ihm nichts. Es bringt nichts. Nee, es bringt nichts. Aber Erstmal nichts. er Aber hat sonst wäre es zu Schweiz. hässlich geworden. Durch die Schweinereiter hat er ihm. Hat er zwar Boah, einen ich bin gespannt, wie Elixier-Rückstand. knapp ist das Game. Das Packer-Deck ist echt stark in der Doppel-Elixier-Phase. Gott. Das ist echt heftig. So intensive Games, so stark gespielt von beiden. Keiner will sich einen Fehler Das erlauben. ist ein Packer. Das ist ein Hogwarter. Oh mein Gott, Aber er hat ein Holz eingesetzt, dadurch hat der Packer Dings angegriffen. der switcht, der switcht nicht. Lightning am Jetzt Turm. muss ein. Guter Tornado. Die Das Minions hatten gibt's schon nicht. Schaden Was für kassiert. ein Game. Unglaublich gut. Unglaublich gut, dass er Es da einen ist ein Tornado. Hin und Her und Bering wird es gewinnen. Bering Ja. wird einfach den nächsten Lightning recyceln. Da Glaube ich kommt ein Lightning zumindest. und dann ist er am Turm. Ja, Boah, 1 zu unglaublich. Es 1. ist unglaublich, wie er dieses Deck beherrscht. Das ist echt unglaublich, wirklich. Es steht 1 zu 1. Alex gegen Beren. Oh mein Der Gott. Gewinner kriegt mindestens
Der Gewinner kriegt mindestens 3000 US. Das muss ich immer wieder erwähnen. Birin ist ein ganz normaler 17 Jahre alter Typ, der ein Handyspiel spielt. Und das können die 3000 sein. Und es kann noch mehr werden. Das ist Er spielt sowas dann beim von EU-Turnier heftig. mit und er kann zwischen 3 und 15.000 Dollar gewinnen. Das ist so viel Geld. Das macht noch so einen Riesenreiz aus. Sonst wäre das doch gar nicht so intensiv hier. Sonst wären doch Nee, alle gar auf nicht so keinen Fall. aufgeregt. Auf keinen Fall. Oh mein Gott, es steht 1 zu 1. Das nächste Spiel entscheidet. Wie knapp ist Boah, das wäre ich denn? jetzt aufgeregt. Ich bin auch ganz doll. Ich Wieso bin bin ich jetzt so schon so aufgeregt? aufgeregt. Ich weiß gar nicht, was ich machen würde, wenn ich an der Stelle wäre. Das geht nicht klar, ey. Ich schwitze sogar richtig. Und Gänsehaut am Rücken. Es läuft mir so die Rücken runter. Es ist, wie krank ist das denn? Ja, ich. Das war auch, muss man sagen, das war das allererste Spiel, was Alex verloren hat. Stimmt, hast recht. Vielleicht hat er im Clan vorher was verloren, vor 5 Stunden, die es ja jetzt auch schon sind. Ja, stimmt. Aber. Damit hat Berin bewiesen, dass er den Turnierbaum auf jeden Fall zu besiegen ist. Richtig, richtig krass. Das ist echt. Also, das ist wirklich ein exzellenter Höhepunkt jetzt von dem Turnier. Also, Ja, besser hätte also es nicht laufen können. jedes Spiel, was Berin hier bringt, das kann man sich gefühlt danach nochmal in Zeitlupe reinziehen, weil man einfach so viel lernen Weil von er kann. mittlerweile wird er nur noch gekontert. Die Gegner wissen genau, was sie Ja, erwartet. die kontern ihn alle und er Und gewinnt sie schaffen es trotzdem. nicht zu gewinnen. Sie schaffen es einfach nicht zu gewinnen. Der prediktet jeden Miner. Wenn Alex jetzt zum Beispiel Smash Hat auspacken würde, dann würde ich mich nicht wundern. Weil Smash Hat gegen das Deck müsste er eigentlich gewinnen. Aber es ist Behring. Da ist alles egal. Der Typ lässt sich nicht Er hat kontern. die Rechnung auch ohne Behring gemacht, wenn er das macht. Los. So, schon 38 Sekunden. Das war vielleicht ein Bug. Okay, es geht Ja, war ein los. Bug. Das allerletzte Spiel. Das allerletzte Spiel. Gewinner kriegt mindestens instant 3000 US-Dollar. Ich kann es nicht oft genug sagen. Das ist der, endlich Das ist klappt. gut. Endlich klappt. So, und Endlich hat jetzt. er Wenn was gegen Alex jetzt den. kein Inferno Tomb Cycle hat, kriegt der Schweinereiter 2 Hits. Oh, eine Okay, nur. knappes Ding. Die Ärgerlich. Nicht. Goblins machen da zu viel Damage. Da kann er jetzt ein Holz drauf werfen. Jetzt kann Holz er das kommt, mit jetzt dem hat er einen Tornado und Tornado. Kick ziehen. Oh, was macht der? Perfekt. Der Alex weiß doch, dass er einen Tornado hat. Wieso setzt er das nicht davor? Ja, er hätte es oben rechts, er hätte es oben links Ja, an die jetzt Ecke, wo man setzen auch den müssen. Miner hinsetzt, ne? Genau. Ja. Genau da. Guter Jetzt Start kommt hier, bisher. aber er hat die Antwort. Er hat einen Ritter. Er Jetzt hat die baitet er günstigen den Inferno Karten. Turm raus. Jetzt könnte er theoretisch den Inferno Turm rausbaiten mit dem Schweinereiter, um ihn dann einfach auszucyceln. Es kommt ein Hit raus, den Dark Goblin kann er, vielleicht lässt er ihn durchlaufen. Ich Dieses schätze, es Outcyclen des Inferno-Turms, macht man das in der. Ist das eine Doppel-Elixier-Phase krasser oder eine einfache Nee, Elixier-Phase nee. leichter? Definitiv einfacher, weil in der. Oh mein Gott. Schweinereiter kriege ich hier einen Hit raus. Turm hat jetzt nur noch Hälfte Leben. Holz gegen die, er wird einen Tornado Jetzt haben. könnte er es abusen, ja. Jetzt könnte er es abusen. Er hat zwar einen Tornado, aber. Er setzt ihn Da, der gut Turm ein. ist halt Der King Tower ist ein an und Hit. das ist nicht viel Damage. Skelette gegen Ritter. Das ist nicht viel Damage, du hast recht. Das ist ein Hit. Nicht mal der Ritter kriegt ihn raus. Nicht mal der, oh mein Gott. Alex hat zwar einen kleinen Elixiervorsprung, aber das macht Beren nichts. Wir wissen, Beren lässt sich. Außer er haut jetzt ein Lightning irgendwo hin. Außer das, der Klassiker. Zwei Hits von der Prinzessin. Okay. Ja, das ist natürlich jetzt auch wieder hier eine 2 Hits von der Prinzessin, das ist schon ordentlich Schaden, wenn man so bedenkt. Unter Turnierstandard, wenn es auch so lange in die Verlängerung geht. Jetzt muss der perfekte Eisgolem sitzen. Oder die Ja. perfekten Skelette kommen. Oh, gut, er macht's wohl. Ja, okay. Ja, Perfekt. geht klar. Geht absolut klar. Auf jeden Fall. Jetzt bringt er den Schweinereiter. Oh, Moment, das ist perfekt. Jetzt. Okay, der Inferno-Turm Lightning ist nicht in Reichweite für könnte. beides, oder? Jetzt muss er ihn Also, er versuchen hat zu zu lange outcyclen. gebraucht. Er hat zu lange gebraucht, das zu positionieren. Lightning. Oh, er macht jetzt hat Ja. so spannend. Geht der Inferno-Turm jetzt hier nochmal down? Ne, das ist schon der nächste, das gibt's doch nicht. Aber der ist in Der kann nicht. Lightning-Reichweite. Nee, nee, nee. Oh, er macht den. Er bringt den Lightning. Warum bringt er Schweinereiter den kriegt keinen Hit. Lightning? Oh. Warum bringt er den Lightning? Das war zu spät. Das war zu Und jetzt ein viel. Holz. Jetzt musst du ein Holz haben. Komm, oder ein Tornado. Gut, dass er noch. Scheiße. Ah. Da kommt gleich. Er ist jetzt schon eine Reichweite für zwei Raketen. Ja, aber 2 Raketen wollte er nicht spielen. Wenn er 2 Raketen spielt, dann gehe ich Dann kann davon der andere aus, dass. finishen, ja. Alter, ist das knapp. Das Ich. ist so insane. Jetzt spiel was. Spiel bitte was. Komm. Holz. Jetzt hat er nichts mehr. Da hat er nichts mehr. Ich versuche das mit Lightning noch irgendwas hier rüber Skelette. zu bringen. Wir spielen Skelette. Oh, die Das war's. Skelette. Das war's. Nein. Noch ein Holz mit der Gegner. Rakete. Das fliegt Rakete einfach eine Rakete kommt. rüber. Und Letzter jetzt. Push. Oh mein Holz Gott, das predict. gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ich glaub's nicht. Das gibt's nicht.
Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das war das krankeste Spiel in Clash Das Royale aller ist nicht Zeiten. normal. Berin bekommt mindestens 3000 Was US-Dollar. Oh mein ist Gott. das? Ich glaube es Ich nicht. glaube es Das nicht. ist so Was habe ich da krank. gerade Das ist gesehen? so krank. Hilfe. Ach du Schande, was? Oh mein Gott, ich gönn's ihm so sehr. So geile Was für Games. ein Ich habe Biest. Er absolut hat Gänsehaut. so verdient. Das ist der krankste Moment, seitdem ich streame. Ich habe noch nie so ein krankes Game gecastet. Ich fasse es Ach nicht. du Und der Chat ist Schande. absolut am Ausrasten. Das gibt's nicht. Alter, ich habe einen Puls von 200. Ich habe selber noch nicht mal gespielt. Ich sprachlos. Unglaublich. Einfach nur irre. Alter. Ach, das ist. Ich kann es nicht fassen. Das Ich auch nicht. muss man sich gefühlt nochmal geben. Wir haben einen deutschen Spieler als EU-Champion. Oh. Einfach heftig. So krank. Als das Holster kam und der Schweinereiter dran war. Der andere Turm hatte nur 56 Ich hatte HP. gedacht, das ist over. Das ist locker vorbei. Ja. Wäre er der Alex war kurz davor, sein Holz ready zu haben, um das ganze Game zu finishen. Ich hab's Ja. gesagt, wenn eine Rakete rüberfliegt, Berin hat's Kann eiskalt er ihn für ausgenutzt. bestrafen? Er hat das Holz. Eigentlich braucht man das Holz in der Defensive, aber in dem Fall war es egal. Es ist eh der letzte Zug gewesen. Und dann Ach du prediktet er die Schande. Goblin Gang. So ein Biest. Also wirklich, Das der hat ist meinen vollen unglaublich. Respekt. Der Das hat war mit dem so. Schweinereiter, der ging fast alles gewonnen. Er Der hat. wurde immer wieder gekontert, aber es war ihm egal, weil er einfach krasse Predicts raushaut und immer wieder dreht. Also, so gut. Ja, 3K Holz, genau. So ungefähr kann man Ja, sagen. das Holz war 3. Ja, absolut richtig. Das 3.000 So gut. Wirklich. Dollar Kampfholz. Er hat minimale Fehler gemacht. Wobei man sagen muss, die Fehler wurden von Alex super provoziert. Ja, das stimmt. Aber dann hat er so den kühlen Kopf bewahrt und in dem letzten Moment wusste er genau, er hat die Rakete gespielt. Er kann nur noch die Goblin Gang spielen. Jetzt ist mein Moment. Und er Ja, hat's geschafft. unglaublich. Vor allen Dingen haben wir noch am Anfang gesehen, Ice Golem gegen Dart Goblin, zweimal. Wäre der einmal der Dart Goblin dort connected, dann wären Dann, das die Damage gewesen und er wäre raus gewesen. Also absolut das ist krank. echt 56 HP, wenn da nur irgendwas durchkommt. Das ist unglaublich. Also es ist Oh, krass. aber andererseits natürlich jetzt auch sehr, sehr, sehr ärgerlich für den Alex. Das stimmt. Auch wenn er jetzt nicht aus Deutschland Ja, war, ne? ich weiß, wenn der Turm 56 hat und er 3000, stimmt, da. Das kann auch übel sein. Viele sagen hier, lad mal Berin in den Stream ein. Ich werde versuchen, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Oder wenn du das hier hörst, Berin, schreib mir bitte auf Line an. Ich würde dich gerne mal ein kleines Interview starten, weil das ist ja echt krass, wie du dieses Deck spielst. Wollen wir uns doch mal das Replay reinziehen? Jeden Fall. Das gucken wir uns nochmal an. Wir starten mal gleichzeitig. Ich bin schon mal. Okay, ich bin genau bei 3 Minuten. Ich zähle runter, wenn du bereit bist. Alles klar, ich bin bereit. 3, 2, 1, go. In einfacher Geschwindigkeit das Ganze. So ein Spiel muss man sich einfach nochmal reinziehen. Eieiei. Das ging echt gut los mit dem Ice Golem. Da muss man erstmal einen Reflex haben. Man muss erstmal erkennen, dass der Gegner einen Dart Goblin hat und dann ist instant der Ice Golem da. Man darf ihn nicht zu früh und auch nicht zu spät einsetzen. Das war schon mal sehr stark. Hat er erwartet, dass er in den Entfernungsturm spielt? Ja. Ist aber nicht passiert. Das war gut Das gemacht. war fraglich von Alex, warum er das nicht an die Ecke wirft, ja. Auf jeden Fall. Guck, das wären auch die 56 Damage gewesen. Das Klar, sind so klar. viele Kleinigkeiten. 56, das ist nichts. Das ist gar nichts. So ist es. Da Ja, kriegt man kann allerdings im die Prinzip Prinzessin zwei Hits raus. in jeder Situation kann man sagen, dass es am Ende das Game gekostet hat, aber Ja. man muss es im Prinzip hier als Gesamtpaket betrachten. Das stimmt. Absolut richtig. Kann man mit dem Ritter die Prinzessin so schnell angreifen, dass sie nur einen Hit rausbekommt? Ich hab's zumindest. Also es ist sehr schwer. Man kann den Ritter theoretisch, also ich bin mal so, dass ich den Ritter so place, kurz bevor die Prinzessin am Turm connectet, setze ich den Ritter. Weil dann ist es, wenn ich den richtigen Zeitpunkt treffe. Ah ja, okay. Stimmt, ja, hast recht. Aber wenn er sie ganz nach vorne setzt, dann ist es schwierig, ne? Dann ist definitiv schwieriger. Ja. Wieder ein perfekter Tornado. King Towers aktiviert. Die Kobolde hätten sonst gefühlt den ganzen Turm kaputt gemacht. Da Und bekommt der er auch King keinen Towers Hit auch an Ritter raus. kriegt keinen Hit raus. Das wären auch die 56 HP. Ja, klar, auf Das jeden können wir hier bei Fall. jedem Angriff sagen. Ein einziger Hit Klar. von irgendwas. Das ist so krass. Wieder zwei Hits. Also das ist ganz schön viel Damage unter Turnierstandard, vor allem wenn es so lange Auf geht, jeden ne? Fall. Ach, so gewinnt man es im Endeffekt. Mhm. Im Endeffekt reicht vielleicht ein Koboldfass, regelmäßige Princess-Hits, regelmäßige Dart-Goblin-Hits und dann vielleicht ein, zwei Raketen und dann war es das. Wieder ein sehr guter Eisgolem.
Vor allen Dingen, hat das einen Vorteil, dass er ihn so weit nach hinten setzt? Oder lieber direkt wieder ransetzen? Ich schätze mal, er hat einfach den Eisgolem so gesetzt, damit er auf Nummer sicher geht. Also wenn man einen Eisgolem so weit hinsetzt, ist es sicherer, dass man den, dass der Guardgolem auch den Eisgolem angreift als sonst. Also zumindest ist es auch mein Gefühl. Ich mache das auch öfter so, wenn ich es einmal in einem Game verkackt habe, dann setze ich den Eisgolem auch nur noch so. Ah, okay. Weil dann, da fehlt mir irgendwie. Der mal weiter durch, der Lightning, das war ein Fehler. Genau, den hätte ich auch nicht so, entweder früher oder gar nicht. Ja, Prinzessin ist wieder da. Hier ist die Situation, wo hier, wo Berin definitiv in Bredouille kommt, wo wir auch schon gesagt haben, das ist Game. Ja. Und jetzt kommt er aber nochmal spektakulär zurück. Das ist echt übel, wenn so ein Turm nur noch 786. Das ist ein Hit von der Prinzessin oder einmal ein Dart Goblin, der connected und dann. Perfektes Holz. Hätte der Dart Goblin da einen Hit rausgehauen. Stimmt, da war wieder der eine Hit. Und hier das war wieder ein Lightning. Und jetzt guckt er die Skelette an. Krass, die waren instant weggeholt vom Holz. So, und jetzt kommt das Fatalste ever, dass er einfach eine Rakete wirft, ohne. Ohne genug Elixier in der Defense zu haben. Ja, wenn man das so sieht. Stell dir vor, dass mit der Rakete wäre Bering gewesen. Wir hätten uns so geärgert, weil er einfach hätte gewinnen können, hätte er es einfach ruhiger gespielt. Unglaublich. Unglaublich. Ja, da wird er zu gierig, aber wie aufgeregt ist man bitte, vor so viel live zu schauen. Uns geht also um so viel Geld. Wenn ich $3000 vor Augen habe, also man kann ihm. Ja, es ist. Ja, man kann sagen, den Ticken mentale Stärke, er hat ihm gefehlt. Ja. Das war es im Endeffekt. Also, das war das krankste Game, was wir überhaupt zusammen gecastet haben, ne? Ja, auf jeden Fall. Das war so krank. Absolut heftig.